Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 129 vom 8. März 2019. Und an den Mikrofonen begrüßen euch wie immer Ulf Burmeier, das bin ich. Ich bin Jurist und mit mir gemeinsam sitzt am anderen Ende der Leitung Philipp Hanse, ganz herzlich willkommen. Ich bin Journalist. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die politische Lage dieser Nation und anderer Nationen. Bevor wir loslegen mit unserem ersten Thema, wie gewohnt noch ein bisschen Hausmitteilung. Das ist im Kern unsere Lage live am 9. März in Berlin im Haus der Kulturen der Welt. Tickets findet ihr unter lage.live. Ein paar gibt's noch, aber in der ersten Woche sind schon weit über die Hälfte weg. Und wow. Ja, also ich bin ganz begeistert. Vielleicht kriegen wir den Laden voll. Das wäre super. Es wird ein richtig, richtig netter Abend. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und ja, also wie gesagt, da könnt ihr mal ein paar andere Leute treffen, die auch die Lage hören, was das noch für Typen sind. Und wir sind ja auch da und hinterher gibt es noch ein Bierchen und ich finde es immer super, da noch zusammenzustehen und ein bisschen Feedback von euch einzuholen. Und genau, eine Fragerunde machen wir auch immer. Genau. Ne? Also das ist dann auch mal, also nach der eigentlichen Show könnt ihr noch Publikumsfragen stellen, die wir dann gemeinsam beantworten. Das ist so ein bisschen so ein Ask Me Anything. Das ist, denke ich, ein ganz schönes Format. Wunderbar. In diesem Sinne würde ich aber denken, wir haben so viel im Köcher, dass wir direkt mal loslegen, und zwar mit einem recht frischen Thema. Das ist jetzt diese Woche, dieser Tage, gestern glaube ich gerade erst aufgepoppt, und zwar hat das Kartellamt, das Bundeskartellamt, eine Entscheidung veröffentlicht, die sich gegen Facebook richtet. Und zwar ist das Bundeskartellamt der Meinung, dass Facebook in Deutschland im Markt der sozialen Netzwerke eine marktbeherrschende Stellung hat. Facebook bestreitet das, aber ich denke, da können wir uns schon alle relativ schnell darauf einigen, dass man auch als Laie dem wohl so beipflichten kann, dass es so wahnsinnig viele andere soziale Netzwerke nicht gibt, die da an Facebook ranreichen. Und deswegen... Ja, genau. Vielleicht zu dem Punkt gleich eine Präzisierung. Und zwar hat Facebook dann gesagt, naja, wieso? Es gibt doch so berufsbezogene soziale Netzwerke. Ja, wir kennen sie alle. Xing, Crossing, LinkedIn. Ja. Genau, was da so alles geben mag. Und da sagt das Kartellamt ganz trocken, das mag ja alles sein, aber das sind halt keine, wie das so schön heißt, General Purpose soziale Netzwerke. Also keine allgemeinen sozialen Netzwerke, sondern das sind Spezialnetzwerke für bestimmte Marktsegmente. Und Facebook hat ja eben die Eigenschaft, dass es sich an alle Leute richtet. Und da gibt es eben wirklich relevant nur dieses eine Netzwerk. Denn das ist ja genau das Problem bei diesen sogenannten Netzwerkeffekten, dass ein solches Netzwerk eben dann besonders sinnvoll ist, wenn möglichst alle anderen Leute auch drin sind. Und da gibt es eben den einen Platzhirsch. Genau. Und marktbeherrschend ist an sich noch nicht, sagen wir mal, das Problem. Also es ist ein Problem, aber noch nicht sozusagen regulatorisch relevant in dem engeren Sinne, sondern es gelten erstmal engere Regeln und geguckt wird halt, ob das Unternehmen diese marktbeherrschende Stellung auch ausnutzt. Und da hat 2017 eine, sagen wir mal, eine Gesetzeserneuerung gegeben, die diesem Kartellamt jetzt, sagen wir mal, das Kartellamt auch in die Lage versetzt, solche internationalen Konzerne und sozialen Netzwerke wie Facebook besser und genauer zu regulieren. Und das hat das Bundeskartellamt jetzt gemacht und in dieser Woche einen Bescheid veröffentlicht und bekannt gegeben. Ja, ganz genau. Und dieser Bescheid bezieht sich jetzt interessanterweise nicht auf das Netzwerk Facebook an sich, sondern es bezieht sich quasi auf dieses ganze Konglomerat aus Netzwerken, nämlich Facebook, Instagram und WhatsApp. Denn alle drei Internetdienste gehören ja inzwischen zu Facebook. Und Facebook hat sich da inzwischen entschlossen, Daten aus diesen verschiedenen Netzwerken bunt miteinander zu kombinieren. Also insbesondere von WhatsApp natürlich so das Beziehungsnetzwerk, also auf Deutsch, wer schreibt wem besonders viele WhatsApp-Nachrichten. Das ist natürlich total spannend. Das kann man auch beobachten. Ja, wenn man also jemandem auf WhatsApp regelmäßig schreibt, dann tauchen dessen Nachrichten bei Facebook komischerweise in der Timeline auch immer ganz oben auf. Habe ich selber auch schon erlebt. Genau. Und diese Integration findet das Bundeskartellamt ein Problem. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass datenschutzrechtlich es bestimmte Voraussetzungen gibt für Datenverarbeitung. Und die wichtigste in der Praxis ist die Einwilligung. Das heißt also, dass das Netzwerk sagt, bist du einverstanden, und man das dann eben abnickt. Das kennen wir alle, wenn wir also uns anmelden bei Facebook, dann muss man da bestimmte, oder bei anderen Internetdiensten ist es im Prinzip auch so, dann muss man da bestimmte Bedingungen quasi abnicken. Und das Interessante dabei ist, man hat da in aller Regel überhaupt keine Möglichkeit, Nein zu sagen. Und genau da darauf stellt das Bundeskartellamt jetzt ab bei seiner Entscheidung, indem es sagt, naja, Facebook hat eben keinen Konkurrenten im Markt der sozialen Netzwerke. Da kann man nicht so einfach sagen, Facebook, deine
eine Bedingung, ja, dass du die Daten aus allen drei Datenquellen miteinander verknüpfst, aus allen Netzwerken miteinander in einen Topf wirfst. Das will ich nicht, da hat man praktisch gar keine Chance. Man kann nur diese Bedingung nehmen oder insgesamt nicht bei Facebook und diesen anderen sozialen Netzwerken mitmachen. Und da sagt das Bundeskartellamt, diese Verknüpfung ist bei einer solchen marktbeherrschenden Stellung missbräuchlich. Und im Kern sagt das Kartellamt auch noch oder verbietet erstmal, ob das sofort wirksam ist, das sagen wir gleich noch. Aber im Kern geht es auch darum, dass Facebook eben, sagen wir mal, Daten aus Drittquellen nicht mehr sammeln und mit meinem, deinem, eurem Facebook-Konto verbinden darf. Also was heißt Drittquellen? Eine Kategorie hast du genannt, Ulf, Instagram, WhatsApp, die also zu Facebook gehören. Aber was eben ganz viele nicht wissen, ist, dass Facebook auch Daten sammelt, wenn ich eine Webseite besuche, die Facebook-Like-Buttons integriert hat. Und zwar fließen da Daten zurück zu Facebook, obwohl ich nicht diesen Like-Button klicke und auch, wenn ich nicht bei Facebook angemeldet bin und sogar, wenn ich nicht mal bei Facebook registriert bin. Ja, also du bist nicht bei Facebook, du besuchst irgendeine Webseite, da ist ein Like-Button drauf und dann fließen Daten zu Facebook, dort wird so ein sogenanntes Schattenprofil von dir angelegt und für den Fall, dass du dich irgendwann mal bei Facebook anmeldest, ne, wird das sozusagen kombiniert. Und dann gibt es auch noch Seiten, das ist der dritte Punkt, auf den Facebook Analytics installiert ist, das ist so eine Analyse-Software, mit der Webseitenbetreiber gucken, was so Leute auf ihren Webseiten treiben. Aus diesen drei Quellen, Instagram, WhatsApp, dann Seiten mit Facebook-Like-Button und aus Seiten mit Facebook Analytics. All aus diesen drei Quellen fließen Daten zu Facebook und die werden bisher gesammelt und in der Regel mit deinem Facebook-Konto verknüpft. Und da hat das Kartellamt jetzt gesagt, ohne Zustimmung dürfen diese Daten zum Teil nicht mal mehr gesammelt werden, aber auf gar keinen Fall mit deinem Konto verknüpft werden. Ne? Instagram, WhatsApp dürfen weiter Daten sammeln, jeder für sich, Instagram, WhatsApp, aber die Verknüpfung mit deinem Konto bei Facebook ist ohne Zustimmung nicht mehr so einfach möglich. Außerdem Sammlung von Daten auf dritten Webseiten mit Facebook-Like, da ist das Sammeln schon untersagt. Und aber das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, das ist halt nicht komplett untersagt. Also in dem Beschluss bzw. in der FAQ zu diesem Beschluss schreibt das Bundeskartellamt, soweit Facebook weiterhin Daten aus Quellen außerhalb des sozialen Netzwerks ohne Einwilligung der Nutzer sammeln und zusammenführen will, muss die Datenverarbeitung erheblich beschränkt werden. Das heißt, sie muss beschränkt werden, sie ist nicht komplett ausgeschlossen. Facebook muss da jetzt innerhalb eines Jahres oder einer bestimmten Frist einen Plan vorlegen, wie sie das denn machen wollen, wie sie denn mit diesen Daten umgehen wollen, die sie sammeln, ohne Zustimmung auf Seiten, auf denen Facebook-Like-Buttons beispielsweise integriert sind. Also Facebook kriegt da so eine Art, sagen wir mal, den Status von so einem Werbenetzwerk, die halt auch über Cookies, sagen wir mal, von uns Profile anlegen. Die sind auch reguliert, aber komplett verboten ist das ja nicht. Und was Ähnliches, glaube ich, soll Facebook da erfüllen, oder? Ja, es ist aus meiner Sicht bislang noch so ein bisschen unklar, was sich das Bundeskartellamt dabei gedacht hat. Und insbesondere finde ich es für so ein bisschen unverständlich, dass sie sagen, es darf noch ein bisschen weiter gesammelt werden, auch ohne Zustimmung, auch ohne wirksame Einwilligung. Aber Facebook muss sich da strengere Regeln geben. Also an dieser Stelle bleibt der Beschluss aus meiner Sicht so ein bisschen schwammig. Denn das ist so ein bisschen wie halb schwanger. Ne? Das geht eigentlich auch nicht. Also entweder gibt es eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung oder es gibt sie eben nicht. Also an der Stelle bin ich nicht so ganz sicher, ob mich dieser Beschluss überzeugt hat. Wirklich überzeugend finde ich allerdings diesen Punkt, Philipp, du hast ihn jetzt auch mehrfach erwähnt, ohne Zustimmung. Bislang war es nämlich auch so, dass Facebook zwar in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen, also in diesen Bedingungen, die man da immer so abnickt, sich diese ganzen Datenverarbeitung hat genehmigen lassen. Ne? Also formal lag eine solche Zustimmung schon vor, aber das Bundeskartellamt auch für das Sammeln von Daten auf Drittseiten, ne? Also das ist genau, sozusagen, das ist ja, sobald du dich halt anmeldest bei Facebook. Genau. Ja, genau. Der Witz ist bloß, dass das Bundeskartellamt diese Zustimmung, diese Einwilligung jetzt eben für unwirksam gehalten hat, weil man eben als Benutzerin oder als Benutzer keine wirkliche Alternative hat aufgrund der marktbeherrschenden Stellung. Und das ist, finde ich, ein ganz wesentlicher Schritt. Wir haben über dieses Problem der Einwilligung ja schon häufiger gesprochen in der Lage. Es ist eben heute in ganz vielen Situationen im Internet so, dass man keine reale Möglichkeit mehr hat, tatsächlich frei zu entscheiden, ob man mit bestimmten
bestimmten Regelungen aus einem Benutzungsvertrag zum Beispiel einverstanden ist. Das ist eigentlich immer ein Friss oder Stirb. Man hat dann nur die Wahl, ob man auf den Dienst ganz verzichtet. Und da sagt das Bundeskartellamt, na, das wiederum kann man vielleicht noch bei einem Online-Shop, aber eben nicht bei Facebook aufgrund dieser wichtigen Stellung. Und das finde ich ist eine ganz wichtige Erkenntnis aus diesem Beschluss des Bundeskartellamts. Denn das ist ein Punkt, der in der Datenschutzgrundverordnung eben nicht so richtig adressiert worden ist. Das ist aus meiner Sicht die zentrale Schwäche der Datenschutzgrundverordnung, dass sie weiter davon ausgeht, dass Einwilligungen rechtfertigende Kraft haben und nicht so richtig, es gibt da also Ansätze, aber jedenfalls nicht so richtig konsequent diesen Punkt adressiert, dass die Einwilligung, gerade die Freiwilligkeit der Einwilligung, häufig eine blanke Fiktion ist. Aber wir tun so, als wenn die Leute sich das entscheiden, wir tun immer so, als wenn Leute frei entscheiden könnten, ob sie einverstanden sind. In Wirklichkeit sind sie das aber häufig gar nicht. Aber wie würde das denn dann deiner Meinung nach aussehen? Also angenommen, ne, ob das jetzt wirksam wird, das erklären wir noch gleich. Aber angenommen, das würde schon gelten, dass sozusagen Facebook ist da, Instagram, WhatsApp sind auch da, Facebook hat seine Like-Buttons auf den ganzen Webseiten und will dort auch von Nutzern, sagen wir mal, die nicht mal registriert sind bei Facebook, schon mal Daten sammeln für den Fall, dass sie sich dann irgendwann mal registrieren. Wie soll da eine freiwillige Einwilligung aussehen? Also bei den Drittanbieterseiten geht das natürlich nicht, ne? Denn also für den Schattenprofilen sehe ich ein großes Problem. Denn in diese Bildung von Schattenprofilen kann man kaum einwilligen, weil Facebook die ja eben gerade bei Menschen anlegt, diese Schattenprofile, ja, die gerade nicht Mitglieder sind bei Facebook. Wirklich relevant ist diese Geschichte mit der Einwilligung für die Leute, die eben bei Facebook sind. Und da sagt das Bundeskartellamt, man kann durchaus einwilligen, aber nicht quasi en bloc mit der Anmeldung bei Facebook. Facebook muss also diese verschiedenen rechtlichen Zustimmungsschritte trennen. Facebook jedes Mal muss sagen, so zum Haken setzen. Also Facebook muss zum einen sagen, hier ist die Anmeldung zu meinem Netzwerk und wenn du bei Facebook schon drin bist und du Facebook komplett nutzen kannst, dann müssen sie dich in einem zweiten Schritt fragen, ob du auch noch einverstanden bist damit, dass sie die Daten von Instagram oder von WhatsApp kombinieren und wahrscheinlich sogar noch separat für Instagram und WhatsApp. Was sie sagen ist, das eigentliche Problem ist dieser Knebelvertrag, dass sie die Facebook Anmeldung verbinden mit allen möglichen anderen Zustimmungen. Und das, finde ich, ist eine ganz spannende rechtliche Konstruktion, dass man dieses Koppelungsverbot mal stark macht. Dass man sagt, okay, du kannst ja für deinen Internetdienst dir die Einwilligungen holen, die du wirklich brauchst, um den zu betreiben. Aber du darfst das eben nicht zwangsweise verknüpfen, zum Beispiel mit der Weitergabe der Daten an Dritte, ja, Stichwort Verkauf von Nutzerdaten. Und du darfst es auch nicht verbinden, zwangsweise mit allen möglichen anderen Dingen, die gar nicht nötig sind. Das sollen die Menschen eben selber entscheiden, ob sie finden, dass Facebook ihre Benutzerkonten alle miteinander verbinden soll oder ob sie sagen wollen, nee, ich möchte gerne WhatsApp und Facebook separat nutzen. Aber nochmal zu diesen Schattenprofilen. Also den ersten Teil habe ich verstanden, also für Facebook-Mitglieder, aber Schattenprofile, das sind doch letztlich Profile, die einfach von Nutzern angelegt sind, die einfach nicht Mitglied bei Facebook sind, die einfach Seiten ansurfen, auf denen so ein Like-Button integriert ist oder so ein Facebook Analytics und da legt Facebook Schattenprofile an in der Hoffnung, dass sie sich dann irgendwann mal anmelden und dann so. Das ist doch eigentlich nichts anderes als Werbenetzwerke auch machen und das ist doch schon auch reguliert, oder nicht? Also ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht so ganz genau, worauf du da an dieser Stelle hinaus willst. Natürlich machen Werbenetzwerke das, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das jetzt alles völlig in Ordnung ist, was die machen. Okay. Also ja, und so richtig problematisch wird es immer dann, wenn man diese Schattenprofile, also diese Profile von Leuten, die angelegt werden, obwohl sie noch gar keinen Facebook-Account haben oder bei Werbenetzwerken kann man gar keine Accounts haben, wenn man die dann irgendwann repersonalisiert. Also bei Facebook passiert das halt einfach in dem Moment, wo du dich dann erstmals anmeldest, dann wird eben dieses schon existierende Profil dann gleichsam mit in dein Facebook-Profil übernommen. Bei Werbenetzwerken gibt es aber ja so einen Anmeldungsschritt eigentlich gar nicht. Insofern ist das, glaube ich, schon ein unterschiedlicher Fall. Das stimmt. Da ist dann sein Realname auf einmal verknüpft und dein Geburtsdatum mit diesen ganzen Schattenprofildaten. Ja, und vor allem die Handynummer, ne? Und die Handynummer. Es ist ja so, dass der Realname ist ja bei Facebook zwar eigentlich Pflicht, wird aber häufig nicht eingegeben. Das heißt, die ID, die sich wirklich am allerwenigsten ändert, das ist die Mobilfunknummer. Und deswegen ist Facebook da auch so heiß drauf. Und auch viele andere Webdienste, ne? Da geht's also, es wird einem ja immer so verkauft, als Sicherheitsfeature können wir euch eine SMS schicken und so. Aber in Wirklichkeit geht es darum, dass man Menschen eben mit nichts so gut tracken kann, wie mit der Handynummer. Weißt du, E-Mail-Adressen ändern sich, Namen ändern sich, aber die Mobilfunknummer bleibt, Philipp, du hast da ja auch schon seit 20 Jahren. Ich habe meine, das ist meine erste, die ich 1995 gekriegt habe. Siehst du? Genau. Ja, kannst du mal sehen, ne? Also über nichts kann man dich so gut tracken, wie über deine Handynummer. Genau, obwohl man muss ja auch sagen, es gibt durchaus legitime Anwendungen, ne? Also wir haben das auch, Zwei-Faktor-Authentifizierung, da kann es ja durchaus Sinn machen, auch mal eine
Nummer aufs Handy zu schicken, damit man sich irgendwo einloggen kann. Also es ist jetzt nicht nur Scam, aber der Hintergedanke, also das ist jetzt auch nicht nur reines Kümmern der Anbieter um ihre Nutzer, sondern diese Handynummer hat für sie auch einen viel größeren Wert. Jetzt muss man natürlich sagen, also Facebook hat im Prinzip jetzt ein Jahr Zeit, also seine Nutzungsbedingungen anzupassen, Datenverarbeitung zu ändern und eben so einen Plan vorzulegen, wie sie diese Daten von Drittseiten ohne Zustimmung sammeln und verarbeiten wollen. Aber, und das ist, finde ich, ganz entscheidend, und das ging so ein bisschen auch in der Presseberichterstattung unter, diese Entscheidung ist natürlich noch nichts rechtskräftig, und bis sie wirklich wirkt, kann das auch noch Jahre dauern. Denn Facebook hat jetzt einen Monat Zeit, Beschwerde einzulegen. Das wollen sie auch tun, wenn sie es nicht schon getan haben. Denn das ist der größere Hintergrund natürlich daran, dass sie da prinzipiell kein Interesse haben, aber die planen natürlich auch gerade, ihre ganzen Dienste komplett zusammenzulegen und zu einer einheitlichen Datenbasis zusammenzuschmieden, Facebook, Instagram und WhatsApp. Und da wäre sowas natürlich, dass sie das jetzt noch extra aufteilen und um Erlaubnis fragen müssen, das würde ihnen natürlich gar nicht gut in den Kram passen. Und wie gesagt, sie werden wahrscheinlich Beschwerde einlegen, und dann muss das Oberlandesgericht Düsseldorf darüber entscheiden. Ja, und dann denke ich mal, oder wie schätzt du das, Ulf, einen Rechtsstreit geben, der sich noch eine Weile hinziehen kann? Und das hat ja auch aufschiebende Wirkung, oder? Davon würde ich fest ausgehen. Mit Sicherheit gibt es sonst aber auch die Möglichkeit, so eine aufschiebende Wirkung zu beantragen gerichtlich. Und das macht ja sehr viel Sinn, dass Facebook das tun wird. Und das zeigt eben gleich wieder die Schwierigkeit. Also auf der einen Seite finde ich das sehr positiv, dass das Bundeskartellamt eben diese Möglichkeiten jetzt mal genutzt hat. Denn man muss ja ganz ehrlich sagen, im Kern handelt es sich hier um datenschutzrechtliche Regelungen. Aber die Datenschutzbeauftragten haben es bislang ja nicht geschafft, Facebook an dieser Stelle wirklich so mal an die Ketten zu legen. Also der Landesdatenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein hat es verschiedentlich versucht, der ehemalige Thilo Weichert, der Hamburger Johannes Kasper hat es auch schon verschiedentlich versucht. Aber jedenfalls nach meinem Kenntnisstand sind diese ganzen Versuche irgendwann im Sande verlaufen. Und insofern finde ich das schon mal positiv, dass das Bundeskartellamt tatsächlich mal versucht, hier dem Recht auch zum Durchbruch zu verhelfen. Wie gesagt, Stichwort gerade diesem Problem mit den letztlich unfreien Einwilligungen mal abzuhelfen. Das finde ich ausgesprochen positiv. Die Frage ist aber eben, ob das auch tatsächlich wirksam wird. Denn Philipp, du hast es gesagt, natürlich wird Facebook dagegen kämpfen bis zum Letzten, weil das tatsächlich an die Wurzeln des Geschäftsmodells geht. Genau. Und die Frage ist natürlich auch, wie lässt sich das dann immer gegen so einen globalen Konzern durchsetzen? Und da hat das Bundeskartellamt zumindest gesagt, naja, also in der Erklärung, also noch reden wir nicht von Bußgeldern, aber wir sind durchaus in der Lage, Zwangsmittel einzusetzen. Also hier zu sagen, sie zählen die Möglichkeit, ein Bußgeld maximal 10% des Jahresumsatzes zu verhängen. Das wäre ja bei Facebook schon ganz ordentlich. Also da zeigt sich das Bundeskartellamt zumindest optimistisch, dass sie da auch mit Zwangsmaßnahmen und Bußgeldern am Ende vorankommen. Aber erstmal, bevor das alles wirkt, denke ich, steht ein langer Rechtsstreit, und das wird noch eine Weile dauern. Also du hast ja so ein bisschen Fazit schon gezogen, gibt durchaus positive Sachen, kann man jetzt sagen, dass das finde ich immer so ganz interessant, nationale Behörden in der Lage sind, so globale Konzerne zu regulieren. Also so ganz egal scheint Facebook das zumindest nicht zu sein, oder? Also ich bin mir sicher, dass es Facebook nicht ganz egal ist. Auf der anderen Seite, aus der kalifornischen Perspektive, ist Deutschland natürlich schon ein relevanter Markt, aber es ist eben letztlich auch nur ein Markt unter mehr als 100 verschiedenen Märkten, in denen sie aktiv sind. Natürlich werden sie beobachten, was sich da in Deutschland tut, aber ich würde mal davon ausgehen, dass sie jetzt erstmal nicht in Panik verfallen und im Zweifel auch solch eine Regelung, soweit es irgendwie geht, selbst wenn sie rechtskräftig wird, natürlich nur in Deutschland anwenden. Denn das ist ja das große Problem bei Facebook, dass sie strengerer Datenschutzregulierung mit aller Gewalt auszuweichen versuchen. Wir haben das, glaube ich, in der Lage auch schon mal erwähnt. Als die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist, hat Facebook eigens eine neue quasi weltweite Zentrale gegründet. Früher war es so, dass es irgendwie Facebook zum einen gab für die USA und Kanada mit Sitz in Kalifornien und ansonsten in Irland mit Zuständigkeit für den Rest der Welt. Und damit eben die Datenschutzgrundverordnung, ja, die natürlich in Irland gilt, eben nicht für den Rest der Welt Anwendung findet, nur für die Europäische Union, hat man extra so eine Art Bad Facebook in Mexiko, glaube ich, gegründet, damit also Menschen in Australien und in Afrika zum Beispiel eben nicht in den Genuss der Datenschutzgrundverordnung kommen. Also Facebook tut wirklich alles, um in Sachen Datenschutz möglichst wenig Compliance zeigen zu müssen, und insofern muss man abwarten, ob das, wenn es denn überhaupt rechtskräftig wird, über Deutschland hinaus größere Relevanz entfalten kann. Was man, finde ich, aber sagen kann, ist, Webseitenbetreiber nimmt den Like-Button weg, glaube ich. Das kann man schon sagen, oder? Ich denke, dass man das auf jeden Fall sagen kann, und zwar einfach deswegen, dass
ist vielleicht eben auch schon deutlich geworden in der Schilderung, mit diesem Like-Button helft ihr eben Facebook dabei, Menschen zu tracken, die sich gerade entschieden haben, Facebook nicht zu nutzen. Und das finde ich schon ziemlich einen Grenzverstoß. Es gibt ja auch, sagen wir jedenfalls Fragezeichen, ob das datenschutzrechtlich überhaupt zulässig ist. Es gibt außerdem auch datenschutzfreundlichere Varianten, nämlich so ein Zwei-Klick-System. Also ein Like-Button kann ja durchaus legitim sein. Man sollte ihn eben Menschen nur nicht aufzwingen. Und der Heise Verlag hat da vor einiger Zeit schon so eine Lösung entwickelt, wonach der Like-Button und auch der Twitter-Button zum Beispiel quasi inaktiv sind auf einer Seite. Die sind dann so grau und dann kann man da draufklicken und erst dann werden sie eigentlich geladen. Das heißt also, sie werden dann nur für die Menschen freigeschaltet und scharf geschaltet, die sich aktiv dafür entschieden haben. Und das ist die datenschutzfreundlichere Variante. Und ich denke, das ist quasi eine Frage der Ehre, dass man das auf diese Art und Weise einsetzt. Der, was ist er denn? Minister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil von der SPD, der hat diese Woche einen Plan für eine Grundrente vorgestellt. Es ist nur ein Plan, aber recht detailliert und deswegen beugen wir uns da mal drüber, weil das natürlich für die SPD und die Bundesrepublik auch große Bedeutung hat. Das ist für die SPD natürlich wichtig, sich zu profilieren. Das ist auch ein Punkt, der im Koalitionsvertrag steht, der SPD ganz wichtig war. Wir führen eine Grundrente ein und nun legt also Hubertus Heil einen Plan vor, wie das denn seiner Ansicht nach geschehen könnte. Und Ursache für diese Diskussion und diesen Plan ist eine ziemlich eklatante Ungerechtigkeit, über die es auch wenig Disput gibt. Danach, du hast es am Anfang so gesagt, bei unserer Planung, Ulf, es sind sozusagen zwei Ungerechtigkeiten in einer. Also das eine ist, wer ein Leben lang arbeitet, aber eben nur so wenig verdient hat, dass er im Alter so wenig Rente bekommt, dass er auf Sozialhilfe, also das heißt Grundsicherung, angewiesen ist, der bekommt genauso viel Geld wie jemand, der nie in die Rentenkasse eingezahlt hat. Genau, also das vielleicht müssen wir mal im Beispiel machen. Stellen wir uns vor, jemand bekommt aufgrund seiner spezifischen Lebenssituation 500 Euro Hartz IV. Ja, dann bekommt er genau diese 500 Euro Hartz IV, selbst wenn er parallel dazu einen Rentenanspruch hat, zum Beispiel von 300 Euro. Der Grund dafür ist, dass diese 300 Euro Rente komplett verrechnet werden mit Hartz IV. Also er bekommt dann die 300 Euro Rente und noch ergänzend 200 Euro Hartz IV. Aber hätte er keinen einzigen Cent in die Rentenkasse eingezahlt und würde entsprechend keinen Cent Rente bekommen, würde ebenfalls unterm Strich 500 Euro rausbekommen. Das heißt, er hat ihm die Rente eingezahlt, um der Hartz-IV-Kasse Geld zu sparen im Ergebnis. Und das wird allenthalben als ungerecht empfunden, weil es ja letztlich eine Versicherung ist. Da erwartet man ja eigentlich, dass man was rausbekommt. Genau, und diese Ungerechtigkeit, die zweite ist sozusagen, dass Menschen überhaupt, sagen wir mal, so wenig Geld bekommen. Also wenn sie lange gearbeitet haben und in die Rentenkasse eingezahlt haben und wirklich Vollzeit gearbeitet haben, dann bekommen einige so wenig Rente, dass sie auch noch auf Sozialhilfe angewiesen sind. Das ist sozusagen die zweite Ungerechtigkeit in der aktuellen Situation. Und nun hat Hubertus Heil also einen Plan vorgelegt, der, wenn es denn alles so kommt, wo man nicht weiß, ob es so kommt, aber der nach seinen Plänen 2021 umgesetzt werden soll, dann sagt er, soll eine Grundrente bekommen, wer 35 Jahre lang in die Rentenkasse, in die Rentenversicherung eingezahlt wird. Und da zählt natürlich die Arbeitszeit dazu, aber eben auch Kindererziehung und Pflegetätigkeit, die zählen in diese 35 Jahre mit rein. Also kurz, da soll dann sozusagen, diese Leute sollen einen Aufschlag auf die Rente kriegen, gestaffelt nach Beitragsjahren, also 35 Jahre ist sozusagen das Mindeste, aber wer dann halt 40 oder 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat, der kriegt halt einen größeren Aufschlag und maximal sind das eben 447 Euro pro Monat, die dann auf die Rente einfach draufgeschlagen werden. Und Heil hat das in einem Interview mit einem Beispiel so geschildert, also eine Friseurin oder Lagerarbeiterin, die Mindestlohn gearbeitet hat, für Mindestlohn 40 Jahre lang geschuftet, die bekommt halt heute 514 Euro Rente pro Monat und mit seiner Grundrente und diesem fast maximalen Aufschlag käme sie dann halt auf 960,90 Euro. So. Und von dieser Grundrente, von diesem Aufschlag sollen 3 bis 4 Millionen Leute profitieren, auch bestehende Rentner. Und Heil sagt, das würde so im Jahr, so wie er sagt, einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag kosten. Also irgendwas so 6, 7, 8, 9, 10 Milliarden Euro.
Genau, und die sollen, wenn ich es richtig verstanden habe, aus der Steuerkasse bezahlt werden und nicht aus Rentenversicherungsbeiträgen. Genau. Das heißt also, die Allgemeinheit soll belastet werden mit den Kosten dieser Grundrente und nicht spezifisch die Menschen, die in absolut die Rentenkasse richtig, einzahlen. Genau. Ne? Aber bevor wir das mal uns daran machen, das zu verstehen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, müssen wir, glaube ich, kurz erklären, wie die Rente berechnet wird. Ja, ganz genau. Das haben wir uns bei dieser Gelegenheit mal genauer angesehen. Das ist nämlich ganz interessant. Ich wusste das auch nicht vorher, wie eigentlich heute so dieses Rentensystem funktioniert. Und zwar ist das, wie gesagt, eine Versicherung, die läuft mit Ansparen und man spart bei der gesetzlichen Rente quasi Punkte an. Die also sogenannten kein Geld, Entgelt- sondern Punkt. Punkte sparen. Genau, man hat also man spart Punkte an und diese Punkte werden dann später bei der Berechnung der Rente zugrunde gelegt, wenn man Rente bezieht. Und die Grundregel ist, wer ein Jahr lang den Durchschnittsverdienst erzielt hat, das sind zurzeit so um die 37.000 Euro brutto, der bekommt genau einen Punkt gutgeschrieben. Das heißt also, 40 Jahre Durchschnitt verdient, macht 40 Punkte auf dem Rentenkonto. Und dann wird eben später für jeden dieser Punkte ein bestimmter Betrag an Rente bezahlt. Das sind derzeit im Westen Deutschlands 32,03 Euro. Und bei 40 Punkten kommt man demnach auf 1.281,20 Euro. Wenn man Durchschnittsverdienst. Durchschnittsverdienst. Genau. Ne? Also wenn du unter dem Durchschnitt liest, dann kriegst du pro Jahr halt einen Bruchteil vom Punkt. Und wenn du über dem Durchschnitt liest, kriegst du pro Jahr halt ein bisschen mehr als einen Punkt. Ne? Ganz genau. Ne? Wer wenig verdient, sammelt weniger Punkte. Beispielsweise 40 Jahre lang nur 0,2 Punkte angesammelt, also ein Fünftel des Durchschnittsverdienst, der kommt dann unterm Strich nur auf 256 Euro Rente. Das liegt unter dem Hartz-IV-Satz. Das heißt, das ist das Beispiel von eben. Der kann dann zwar Hartz-IV beantragen, bekommt dann vielleicht auch den Regelsatz oder eben 500 Euro oder so, aber er hat unterm Strich dann aber gar nichts von diesen 256 Euro Rentenanspruch, weil das bislang komplett verrechnet wird. Und da sagt Hubertus Heil, das ist ungerecht und deswegen möchte er eben mit der Grundrente gerade die Zahlung von niedrigen Renten anheben. Und da sind allerdings eine Reihe von Voraussetzungen geplant. Das ist bislang alles ein Vorschlag, ne? Steht auch nicht im Gesetz, aber nach diesem Vorschlag gibt es eine Reihe von Voraussetzungen für die Grundrente. Nämlich, es muss 35 Jahre lang eingezahlt worden sein in die Rentenkasse. Klammer auf, da zählen eben Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten und so dazu, wo man nicht einzahlt und trotzdem was gutgeschrieben bekommt. Und in dieser Zeit muss man im Schnitt mindestens 0,2 Entgeltpunkte angesammelt haben, aber weniger als 0,8. Also das ist so die Spanne. Zwischen 0,2 und 0,8 Punkten im Schnitt muss man angesammelt haben über einen Zeitraum von mindestens 35 Jahren. Und dann schlägt sozusagen die Grundrente zu. Dann ist es so, dass man geht in Rente, hat diese 35 Jahre auf dem Konto. Und diese Grundrente verdoppelt sozusagen die individuellen Beitragspunkte, die man angesammelt hat, wenn man da reinfällt. Aber eben nur bis maximal 0,8 Rentenpunkte pro Jahr, weil das ja die obere Grenze ist, ab der man diese Grundrente bekommen soll. Und Heil sagt, wer nach genau 35 Beitragsjahren weniger als 896 Euro Rente rausbekommt, erhält über die Grundrente einen Zuschlag. Genau. Ne, das kann man ausrechnen, diese 896 Euro Grenze, bis zu der sich das auswirkt, das sind eben genau 35 Jahre lang 0,8 Punkte eingezahlt mal die 32,03 Euro pro Punkt. Das heißt also, das ist genau die Kappungsgrenze und wenn man eben weniger als 0,8 Punkte angesammelt hat im Schnitt über die 35 Jahre, dann bekommt man seinen individuellen Punktwert verdoppelt bis auf maximal 0,8 Punkte. Das ist die Idee. Also auf Deutsch wird, wenn man sehr lange eingezahlt hat in die Rentenkasse, 35 Jahre oder mehr, dann wird der individuelle Rentenanspruch in dieser Spanne von 0,2 bis 0,8 angehoben. Also von 0,2 auf 0,4 oder von 0,3 auf 0,6, aber eben wie gesagt maximal für 35 Jahre. Und bei dieser Friseurin von eben haben wir das auch mal durchgerechnet. Wie gesagt, nicht maximal für 35 Jahre, ne? Wenn du mehr. Doch, das ist der Witz dabei. Nur für 35 Jahre wird es verdoppelt. Das sieht man an diesem Beispiel mit der Friseurin. Ah, ja, das ist ziemlich tricky. Deswegen 40 Jahre Mindestlohn, dann hat sie 40 Jahre mal 0,4 Entgeltpunkte errungen. Ja. Ja. Und die Respektrente bedeutet in diesem Fall, das ist dieses Modell von Herrn Heil, Verdopplung auf 0,8 Entgeltpunkte, aber nicht für die vollen 40 Jahre, sondern nur für 35 Jahre. Damit bekommt sie unterm Strich 35 mal 0,4.
0,8. Ja, 0,8 sind diese verdoppelten 0,4. Und dazu dann noch 5 Jahre, für die letzten 5 Jahre zwischen 35 und 40, 5-mal die alten 0,4 Entgeltpunkte. Und da hat sie dann zusammen 30 Entgeltpunkte. Das macht 960,90 €. Ach so, und diese plus 5-mal 0,4, das ist sozusagen ihre ganz normalen Rentenansprüche für diese 5 Jahre. Genau, die nicht verdoppelt werden. Die nicht verdoppelt werden, die über diese 35 Jahre hinausgehen, bei denen es verdoppelt wird. Aha, und so ganz kommt ihr dann auf diese 960,90 €, das Beispiel, was Heil oben genannt hat. Und jetzt ist das aber nur der erste Teil eines dreistufigen Plans, den Heil vorgelegt hat, denn diese 960 €, das mag irgendwo auf dem Dorf irgendwie gut sein und reichen zum Leben, aber in München beispielsweise oder Frankfurt, da kann das eben dennoch zu wenig sein, um über die Runden zu kommen. Und deswegen will Heil auch an das Wohngeld ran. Das Wohngeld, das ist so ein Zuschlag, den man beantragen kann und den man vom Staat bekommt, auf einen Zuschlag auf die Miete, so dass man sich eine Miete besser leisten kann. Und die Gefahr bei diesem Heilplan wäre jetzt, angenommen, ich kriege die Grundrente, ich bekomme also statt 500 Quietsch auf einmal 900 Quietsch Euro im Monat, dann kann es sein, dass ich zu viel verdiene, um Wohngeld zu bekommen. Und das heißt, dann würde mein Wohngeld wegfallen und unter Umständen hätte ich trotz Grundrente weniger in der Kasse als vorher mit normaler Niedrigrente und Wohngeld. Und deswegen will Heil auch an dieses Wohngeld ran. Und er sagt, A, soll sozusagen das Wohngeld öfter steigen, also die Summe, die man da im Monat bekommen kann. Und außerdem sollen auch die Einkommensgrenzen wachsen, also mit die sozusagen mich dazu berechtigen, Wohngeld zu beziehen. Und dann gibt es noch diesen Freibetrag, das musst du mal erklären. Ja, ganz genau. Der Hintergrund ist, dass bei Sozialleistungen ja sehr häufig so ist, dass man sie nur dann beziehen kann, wenn das Einkommen oder das anrechenbare Einkommen einen bestimmten Betrag nicht überschreitet. Und das anrechenbare Einkommen bedeutet immer, das Einkommen, das man wirklich hat, minus bestimmte Freibeträge. Das heißt also quasi bestimmte Gelder, die man bekommt, werden nicht angerechnet auf das Einkommen. Das nennt man dann eben Freibetrag. Und hier steht jetzt im Raum, dass man einen Betrag von 125 € abziehen kann von der Rente, bevor geprüft wird, ob man noch einen Wohngeldanspruch hat. Also auf Deutsch soll verhindert werden, dass es einen neuen Verschiebebahnhof gibt. Wir haben ja eben schon geschildert, wie das bei Hartz IV, also bei der Grundsicherung läuft, ne, dass die Rente da bislang angerechnet wird und man im Grunde nichts hat von seiner Rente. Eine ähnliche Gefahr würde auch beim Wohngeld drohen. Und damit das nicht passiert, ist hier eben ein Freibetrag von 125 € angedacht. Und damit kommen wir dann zum dritten Teil, also nach Grundrente, Wohngeld, kommen wir jetzt zur Grundsicherung. Da haben wir am Anfang gesagt, du kannst 500 €, sag mal, Anspruch auf Grundsicherung im Alter haben. Ja, dann kriegst du aber 300 € Rente und kriegst trotzdem nur 500 €, weil eben du nur einen Anspruch auf 500 hast und dann wird eben deine Grundsicherung auf 200 runtergeschrumpft. So. Und genau. Hier setzt jetzt Heil an und sagt, ja, auch hier soll es bei der Grundsicherung einen Freibetrag geben. Also man soll, das ist ein bisschen kompliziert, aber unterm Strich soll man sozusagen maximal 106 € mehr haben dürfen als in der Grundsicherung. Also nicht 500, sondern eben 606 in dem Fall. Nee, das ist auch nicht so ganz. Auch nicht so richtig. Ist doch ein bisschen komplizierter. Sag mal los. Man soll 25% von der Rente behalten dürfen. Also in unserem Beispiel 500 € Grundsicherung, 300 € Rente, kann man dann 75 € von der Rente obendrauf behalten. Das heißt, du kommst dann auf 575 €. Nur dieser Betrag, den man behalten darf, in unserem Beispiel 75 €, der ist wiederum gedeckelt auf 106 €. Das heißt also, wenn du schon eine Rente beziehst, die knapp unter der Grundsicherung liegt, ja, sodass 25% der Rente mehr wären als 106 €, dann wirkt sich es ein bisschen schwächer aus. Also du siehst schon, da sind einfach 1000 Stellschräubchen, an denen da der Gesetzgeber offensichtlich drehen will, um im Ergebnis zu verhindern, dass dieses komplexe Zusammenspiel von Sozialversicherungsbeiträgen und sozialversicherungsrechtlichen Ansprüchen im Grunde nur zu so einer Art Verschiebebahnhof wird. Genau, und man hört, finde ich, man merkt auch, dass so ein bisschen als generelle Anmerkung, dass die Sozialpolitik mit zu den komplexesten Politikfeldern gehört, denen man sich so widmen kann, weil es so wahnsinnig viele Nebeneffekte gibt und Zwischenbeziehungen. Und dann stellt sich natürlich gleich die Frage nach der Finanzierung. Wir haben es gesagt, 6 bis 10 Milliarden soll das Ganze kosten im Jahr, wenn es denn kommt. Das muss man immer dazu sagen. Finanzminister Olaf Scholz hat schon gesagt, wir müssen sparen. Das Wachstum ist nicht mehr so stark wie erwartet. Wir werden weniger Steuern in den nächsten Jahren einnehmen als geplant. Und wir werden ab 2020 5 Milliarden Euro weniger im Säckel haben. Also da ist schon mal fraglich,
ob da 6 bis 10 Milliarden über sind für so eine Grundrente. Und die Union möchte lieber den Soli für Besserverdienende abschaffen. Das würde 10 bis 11 Milliarden kosten. Also es ist die Frage, was da politisch wichtiger ist und ob das kommt. Und mit der Finanzierung ist aber nicht nur das einzige Problem. Wir haben uns überlegt, was wir dann daran kritisieren. Und da sind uns so ein paar Punkte eingefallen. Ich glaube, mit dem Erklären sind wir soweit durch, Ulf. Ne? Wir können jetzt zur Bewertung kommen. Ja, das erklärt haben wir es. Wir können zur Bewertung kommen. Und die zentrale Kritik an diesem Modell, die ist jetzt gar nicht mal unbedingt von uns, sondern die kommt auch von Sozialverbänden zum Beispiel, ist, dass das so ein bisschen so eine Rentenerhöhung aus der Gießkanne ist, wo also zu viel Geld für zu wenig Leute ausgegeben wird. Also zum einen würden mal von der Grundrentenidee nur relativ wenige profitieren, die sie wirklich brauchen. Also Heil sagt ja zum Beispiel, Hubertus Heil, 3 bis 4 Millionen Menschen werden profitieren, aber nur etwa 500.000 Menschen im Alter, so 552.000 genau, im Rentenalter bezogen überhaupt Sozialhilfe, also Grundsicherung im Alter. Das sind die wirklich Bedürftigen, von denen bekommen aber nur 80% auch eine Altersrente, für die sie einige Beitragsjahre angesammelt haben. Ja? Und von denen haben aber nur wenige 35 Jahre eingezahlt, inklusive Pflege und Kindererziehung. Also man schätzt, dass nur etwa 130.000 Altersrentner in der Grundsicherung diese 35 Jahre überhaupt zusammen haben. Das heißt also, Grundrente klingt erstmal gut, aber die Anforderungen sind doch relativ hoch, gerade die 35 Jahre, das ist eine starre Grenze, bis dahin gibt's nichts, ab dann gibt's die Grundrente. Diese 35 Jahre werden wohl dazu führen, dass der Anwendungsbereich doch deutlich schmaler ist als gedacht. Ja, also das heißt, also diese 130.000 Altersrentner in der Grundsicherung, das wären in unseren Augen diejenigen, die A, es wirklich nötig haben und B, auch diese Rente bekommen. Es gibt natürlich noch viel mehr, die es eigentlich nötig hätten, die es nicht bekommen. Gleichzeitig gibt es aber, Heil hat es gesagt, 3 bis 4 Millionen Leute, die diese Grundrente bekommen werden, die sie aber eigentlich nicht brauchen. Ja, also die es nicht bekommen, sind Leute, die in der Grundsicherung sind, die eigentlich sehr geringe Rente kriegen, die aber eben nicht diese 35 Jahre auf dem Puckel haben, die sie eingezahlt haben. Das heißt, das sind fast 300.000 Leute, Stand September 2018, die eben in dieser Grundsicherung sind, die wenig Rente bekommen, die haben aber nur 10, 20 oder 30 oder 34 Jahre eingezahlt und die gehen leer aus. So, das finde ich ist die erste Ungerechtigkeit, dass man da sehr viel Geld ausgeben will und trotzdem 300.000 Leute durchs Rost fallen, die es eigentlich nötig hätten und die diese Rente nicht bekommen. Gleichzeitig gibt es aber sehr viele, die sie eigentlich nicht nötig hätten. Ja, für Hubertus Heil ist das eine Gerechtigkeitsfrage. Der sagt, wer 35 Jahre gearbeitet hat, der soll sozusagen eine Grundrente bekommen. Deswegen sagt er, gibt es keine Bedürfnisprüfung. Das heißt, wenn du diese Kriterien erfüllst, 35 Jahre etc. pp., dann kriegst du diesen Aufschlag auf deine Grundrente. Egal, und es wird nicht geprüft, ob du sie brauchst. Wer könnte sie also kriegen und eigentlich nicht brauchen? Das sind Leute, die beispielsweise einen reichen Partner haben, die Immobilien haben, die großes Vermögen haben, die Erbschaften haben. Das sind eine ganze Menge Leute, die diese Rente kriegen werden, die sie aber nicht sozusagen eigentlich wirklich brauchen. Heil sagt, wir wollen keine Bedürfnisprüfung, das ist ungerecht, das machen wir nicht. Ich würde aber sagen, wenn man so viel Geld ausgibt und ja eigentlich ein richtiges Ziel verfolgt, nämlich Menschen im Alter, sagen wir mal, zu helfen, gerade denen, die so lange gearbeitet haben, dann muss man das auch zielgenauer machen. Ich finde, das ist nicht zu rechtfertigen und nicht zu erklären, dass man das so mit der Gießkanne ausschüttet und so viele Menschen, Rentner, einen Aufschlag auf ihre Rente kriegen, der uns einige Milliarden kosten wird, die das eigentlich nicht brauchen. Und ich finde, diesen Rentnern ist zuzumuten, hinzugehen und eine Bedürfnisprüfung zu machen. Zu sagen, hey, hier, ich habe kein Vermögen, ich habe keine Wohnung, kein Eigentum, ich habe keinen reichen Ehepartner, bitte gib mir eine Grundrente. Findest du das unverhältnismäßig? Ja, also ich hab mit dieser Bedürfnisprüfung schon auch so gewisse Schwierigkeiten, weil die halt schon was sehr Entwürdigendes hat und weil die ja auch dazu führt, dass eben sehr viel Vermögen wieder aufgelöst werden muss. Wir haben das Thema ja im Kontext Hartz IV schon öfter besprochen, dass da zum Beispiel in vielen Situationen auch selbstgenutztes Wohneigentum verkauft werden muss. Das heißt, da muss man irgendwie aus der Wohnung ausziehen und so. Also das bringt schon neue Härten mit sich. Ich denke, das ist letztlich eine politische Entscheidung, ob man das will. Hubertus Heil steht ganz offen dazu
und sagt, nein, ich will das gerade nicht. Ja, das heißt ja eben gerade Respektrente bei ihm, weil eine solche Bedürfnisprüfung nicht erforderlich ist. Aber das ist, Philipp, da bin ich schon bei dir, das ist natürlich eine Schwäche, wenn man da bei Sozialleistungen nicht so genau hinguckt, ob die denn tatsächlich für die in der konkreten Lebenssituation erforderlich sind. Also ich sehe schon einerseits das Problem der Bedürfnisprüfung, ja, dass man sich da quasi nackig machen muss wirtschaftlich, auf der anderen Seite, aber muss das Geld natürlich auch sinnvoll eingesetzt werden. Insofern ist es dann sicherlich eine schwierige Situation. Eine Alternative wäre vor diesem Hintergrund der Vorschlag, der zum Beispiel vom Caritas-Generalsekretär Georg Krämer kommt. Philipp, der will ja auf eine solche Bedürftigkeitsprüfung dezidiert verlangen. Verzichten. Er will verlangen. Ah ja, genau. Weil er sagte, wir ändern einfach das Hartz IV so, dass da ein bisschen aufgestockt wird. Genau, und zwar quasi auch wieder mit diesem Instrument des des Freibetrags, ne? Also, dass er sagt, okay, man kommt halt in diese Grundsicherung, aber die Rente wird nicht komplett verrechnet, sondern man kann quasi was dazu verdienen, wenn man so will. Also zwar nicht durch Arbeit, sondern durch Rente. Man kriegt seine Grundsicherung und 500 oder 400 meinetwegen Euro und dann kriegt man eine Rente von 400. Dann muss man nicht komplett sozusagen auf seine gesamte Rente, wenn man so will, verzichten, obwohl man ja die Rente bekommt und nur die Grundsicherung gestrichen wird oder gekürzt wird. Aber er sagt, die ersten 100 Euro soll man sozusagen ganz behalten können, also 500 Euro Grundsicherung, du kriegst 300 Euro Rente, dann kannst du zumindest 100 davon komplett behalten, hast also 600 und auf den Rest wird dann sozusagen gestaffelt abgezogen bis maximal 212 Euro im Monat. Und da ist natürlich, sagen wir mal, der Vorteil daran ist, dass du wirklich Bedürftige, und zwar nur Bedürftige profitieren, ja, wenn man halt, weil du halt für diese Grundsicherung musst du eine Bedürfnisprüfung machen, da musst du also zum Amt und du musst sozusagen die beantragen und du musst ja dein Vermögen offenlegen und nur dann kriegst du diese Grundsicherung / Hartz IV im Alter. Der große Nachteil an dieser Lösung ist aber, die zwar einerseits sehr zielgenau ist und auch wirklich den Bedürftigen zielgenau helfen würde, der große Nachteil ist eben, dass sich die Leute zur Grundsicherung melden müssen und sie müssen zum Amt und diese Grundsicherung beantragen. Wer keine Grundsicherung bekommt, obwohl er sie eigentlich, sag mal, obwohl er eigentlich ein Recht drauf hätte, der würde auch von diesen Freibeträgen nicht profitieren. Der würde sozusagen von dieser Art der Grundrente gar nicht profitieren. Und Experten schätzen aber, dass sehr, sehr viele alte Menschen gar nicht zum Amt gehen, sozusagen, sondern in verdeckter Armut leben. Sie hätten zwar ein Anrecht auf Hartz IV, Grundsicherung im Alter, machen es aber nicht, gehen nicht hin, entweder weil sie es nicht wissen oder weil es ihnen unangenehm ist, weil es sie als entwürdigend empfinden, weil es ihnen peinlich ist, hinzugehen und zu sagen, hey, meine Rente ist so niedrig, ich komme damit nicht klar, bitte gebt mir Grundsicherung. Ja. Aber dennoch, sagt Caritas, würden 400.000 Menschen davon profitieren, die derzeit eine Altersrente bekommen und gleichzeitig die Grundsicherung beziehen. Also ein sehr, sehr großer Anteil derer, die es wirklich, wirklich nötig hätten. So, ich meine, so, das ist so ein bisschen der Teil. Ich, wie gesagt, das ist so ein bisschen die Frage, magst du den Rentnern eine Bedürfnisprüfung zumuten oder nicht? Ich finde darum, daran entscheidet sich sehr viel, welches Konzept du wählst, oder? Ja, das ist in der Tat der Punkt. Also die Bedürfnisprüfung ist ein zentrales Element und auch einfach die Frage, ob man es überhaupt beantragen muss. Ne? Das ist ja die Idee bei der Respektsrente, dass diese Aufstockung, diese Verdopplung der Punkte zwischen 0,2 und 0,8 Entgeltpunkten, dass die eben automatisch passieren würde. Das heißt, die Rentenkassen würden automatisch das so berechnen. Das sind einfach so verschiedene Sichtweisen auf die Menschen. Und Hubertus Heil möchte, das muss man so deutlich sagen, da einfach quasi Wohltaten verteilen. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen im Gesamtkontext sehen, dass die SPD ganz offensichtlich jetzt versucht, wieder ihr soziales Profil zu schärfen. Ja, also ich sage jetzt mal, nach 20 Jahren Hartz IV und Folgejahren ist es jetzt offensichtlich so langsam aber sicher bei einigen Akteuren doch die Erkenntnis durchgedrungen, dass das für die Sozialdemokratie einfach ein ganz großer Sargnagel war. Ne? Dass man also durch die Hartz IV-Gesetzgebung mit ihren ganzen Detailregelungen einfach das
doch einfach enorme Kratzer hinterlassen hat im Lack des sozialen Anspruchs der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Und ich sehe das hier als den Versuch, eben quasi einen großen Schluck aus der Pulle zu verteilen, um zu zeigen, nein, wir sind doch wieder die soziale Partei. Denn wie gesagt, über eine Reform von Hartz IV, ganz abgesehen von dieser Rentendiskussion, wird ja in der SPD auch gerade ganz aktiv nachgedacht. Genau, in der Süddeutschen kam noch das Argument in dem Kommentar, ja, also kümmert den Rentnern geht es unterm Strich ganz gut. Ja, also es sind halt nur ungefähr eine halbe Million oder unter einer halben Million, die sozusagen in dieser Grundsicherung sind. Das sind, glaube ich, irgendwie 1-2% der Bevölkerung. Es gibt Bevölkerungsgruppen, die in ähnlicher Not sind und viel, viel zahlreicher, also Alleinerziehende mit Kindern. Höchstes Armutsrisiko überhaupt. Kümmert euch um diese Familien. Das war so das Argument in der SZ, wo ich sagen würde, ja, stimmt, kann man nachvollziehen, aber da ist wieder das Gegenargument, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ich finde, auch diesen Rentnern, dieser knappen halben Million, die in der Grundsicherung sind und wenig Rente bekommen, finde ich, das ist völlig legitim, denen zu helfen, auch aus Steuermitteln. Nur ich finde eben, das muss zielgenauer geschehen, auch in der Frage von so einer Generationengerechtigkeit. Ja, wenn wir müssen diese Renten zahlen, jetzt soll das aus Steuermitteln kommen, aber trotzdem, ich finde auch, weil das Geld ausgegeben wird und unter Umständen für, sagen wir mal, Armutsbekämpfung bei Kindern, Armutsbekämpfung für Alleinerziehende eventuell fehlt, finde ich es ein Gebot der Gerechtigkeit, auch zu sagen, wir müssen mit dem Geld, mit dem wir die Rentner fördern, zielgenauer umgehen und vorsichtiger umgehen, und wir können das nicht so mit der Gießkanne ausschütten. So. Zu unserem nächsten Thema. Die Große Koalition hat sich auch auf etwas geeinigt. Die Grundrente war ja tatsächlich erstmal nur ein Konzept von einem Minister. Ist alles andere als abgestimmt, wird bei der Union kritisch gesehen. Es gibt aber auch eine Einigung. In diesem Fall sogar von gleich vier Ministern, und zwar zum Thema Paragraph 219a des Strafgesetzbuchs. Das haben wir in der Lage schon verschiedentlich angesprochen. Das ist ein Paragraph im Strafgesetzbuch, der in seiner Überschrift nach die Werbung für Abtreibung unter Strafe stellt, in Wirklichkeit aber auch zum Beispiel verhindert, dass Ärztinnen und Ärzte auf ihrer Homepage ganz neutral auch nur erwähnen können, dass sie überhaupt Abtreibungen vornehmen. Und daran hat sich viel Kritik entzündet, und jetzt haben sich, wie gesagt, vier Minister der Großen Koalition auf einen Deal geeinigt, Philipp. Ja, und zwar besteht ja im Kern aus vier Punkten, würde ich sagen. Einmal, strittigster Punkt sicherlich, der 219a bleibt. Also das ist sicherlich der strittigste Punkt. Werbung, wie es heißt, bleibt weiter eine Straftat. Aber Ärztinnen und Ärzte dürfen schreiben, und zwar nur schreiben, ich nehme Abtreibungen vor. Sie dürfen darüber hinaus keine weiteren Infos geben. In dem Gesetzentwurf steht dann, die Bundesärztekammer führt eine Liste der Ärztinnen und Ärzte sowie der Krankenhäuser und Einrichtungen, die ihr mitgeteilt haben, dass sie straflose Schwangerschaftsabbrüche durchführen, und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung veröffentlicht dann diese Liste. Also so sollen Frauen an diese Info kommen, wo kann ich denn einen straflosen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, wenn denn die Ärzte und Ärztinnen darüber eigentlich nicht wirklich informieren dürfen. Genau, und wir wollen uns jetzt mal anhören, was das denn eigentlich in der Praxis bedeutet und wie denn die Konfliktlagen hier eigentlich sind für die Ärztinnen und Ärzte, aber auch für die betroffenen Frauen, und haben uns deswegen zu einem Interview verabredet mit Monika Börding. Monika Börding ist Geschäftsführerin von Pro Familia in Bremen. Das ist eine Beratungseinrichtung, die Schwangerschaftskonfliktberatungen anbietet. Guten Tag, Frau Börding. Ja, guten Tag. Zunächst mal zur Einleitung die Frage, was muss denn eigentlich eine Schwangere derzeit tun, wenn sie straffrei eine Abtreibung vornehmen lassen will? Also sie muss entweder eine Indikationsbescheinigung bekommen, also ob es sich um einen medizinischen oder kriminologischen Grund handelt. Das ist aber im Grunde nur in 3% der Fälle der Fall. Oder aber sie muss nach der Beratungsregelung einen Beratungstermin ausmachen, der sozusagen die Voraussetzung ist, dass nach dessen Ablauf ein Schwangerschaftsabbruch legal wäre. Und wo liegt im Moment das Informationsproblem für Frauen im Schwangerschaftskonflikt? Wir reden ja immer vom Schwangerschaftsabbruch, also weil wir sozusagen die Schwangerschaft im Fokus haben. Wenn Frauen jetzt aber das Wort Abtreibung eingeben würden, zum Beispiel bei Google, würden sie als erstes in der Regel auf diesen Babykursseiten landen der Abtreibungsgegner und werden dort sofort mit ziemlich schrecklichen Bildern und auch sehr pointierten
Meinung oder Haltung konfrontiert und es führt schon in eine bestimmte, nicht so schöne Richtung. So. Und ansonsten ist es wirklich ziemlich schwierig, an diese Informationen zu kommen, also weil das ja eben durch den 219a sehr reguliert ist. Und die Frauen finden schon zum Beispiel auf die Seiten der Pro Familia und dort ist es mittlerweile aber auch so, dass die detaillierteren Informationen alle heruntergenommen worden sind, also auch sozusagen in Furcht vor diesem 219a. In dem Gesetzentwurf, auf den sich die Koalition erstmal geeinigt hat, ist ja vorgesehen, dass die Bundesärztekammer eine Liste von Ärztinnen und Ärzten, sagen wir mal, führt, die straflose Schwangerschaftsabbrüche durchführen, und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung soll diese Liste dann veröffentlichen. Was bringt das? Naja, also ich habe da auf jeden Fall sehr große Bedenken, dass das mehr Informationen bringt, weil wir zum Beispiel jetzt in Bremen gerade die Erfahrung gemacht haben, dass Ärzte auch nach dieser Zusicherung sich nicht auf so eine Liste setzen lassen, weil sie eben doch nicht wirklich endgültig vor einer Anklage über den 219a, dass das nicht verhindert wird sozusagen. Weil sie immer noch Angst haben müssen, dass ihnen der Vorwurf gemacht wird, dass sie Werbung machen. Ja, genau, genau. Und das wäre auch über eine Liste der BZGA nicht hinreichend abgesichert. Und zum Zweiten müssten ja erstmal dann Frauen die Information haben, dass sie auf dieser Bundeszentrale Seite suchen müssen. Und auch das ist wieder im Grunde eine Hürde. Und welche Vorteile hätte es denn aus Ihrer Sicht, wenn die Ärztinnen und Ärzte selber jetzt mehr auf ihre Homepage schreiben dürften, als die bislang ja geplante bloße Information, dass sie legale Schwangerschaftsabbrüche durchführen? Also es würde aus meiner Sicht den Frauen Angst nehmen, denn im Grunde könnte man vieles darauf schreiben, also wie das Prozedere ist bei dem Ablauf, mit was sie, auf was sie sich einstellen müssen. Und aktuell gibt es so eine Kultur, wo Gynäkologen sagen, kommen Sie erstmal zu mir, dann müssen wir erstmal die Schwangerschaft überprüfen und dann warten wir mal, bis die Herztöne zu hören sind. Und da gibt es Sachen, die sind, das ist überhaupt nicht notwendig und das, darauf könnte man einfach auch hinweisen. Und weil einfach viel Informationssuche gerade auch übers Internet passiert, könnte man einfach ganz viel beschreiben, was auf die Frauen zukommt, und das wäre natürlich angstmindernd. Also jetzt ist ja der Kompromiss ist ja, der 219a bleibt, das heißt, Werbung bleibt eine Straftat, Ärztinnen dürfen nur schreiben, ich nehme Abtreibungen vor, sonst gibt es keine weiteren Infos, und wer halt wissen will, wer straffreie Schwangerschaftsabbrüche vornimmt, muss dann in Zukunft auf diese genannte Liste bei der Behörde schauen. Warum ist das aus Ihrer Sicht kein guter Kompromiss? Also weil es einfach immer noch einen bestimmten Blick darstellt auf Frauen. Und einer der Abtreibungsärzte in den USA, der auch leider ermordet worden ist, hat mal gesagt, vertraut den Frauen. Und es geht darum, dass es so eine Haltung gibt von, man muss das ungeborene Leben vor der eigenen Mutter schützen. Und das wird versucht, indem man auch eben sehr spärlich sozusagen mit diesen Informationen umgeht. Und es passiert vermeintlich mit dieser Konnotation, dass so eine Reglementierung Frauen diese Entscheidung ja erschweren würde oder beziehungsweise vielleicht auch sogar verhindern würde. Und das ist aus unserer Sicht oder aus unserer beruflichen Praxis einfach auch völlig falsch gedacht, weil die Frauen, die damit zu tun haben, eine Schwangerschaft nicht beenden zu wollen, die werden das tun, weil es um ganz andere Gründe geht auch. Und das kann man nicht darüber reglementieren, dass man eine Kanalisierung von Informationen vornimmt. Mit anderen Worten, können Sie sich vorstellen, dass eine Frau wegen der Informationen auf der Homepage einer Ärztin oder eines Arztes tatsächlich ihre Meinung ändert? Oder welche Erwartungen hätten Sie daran, wenn die Informationen auf diesen Homepages ausführlicher ausfallen würden? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil es suggeriert im Grunde, oder was im Subtext verhandelt wird, ist, dass über ein Marketing Frauen zu einer Abtreibung gebracht werden, genauso wie als ob sie oder wie sie ein paar Schuhe kaufen würden. Und das hat eben wirklich auch seine Wurzel in diesem speziellen Blick auf Frauen. Und wenn dort mehr Informationen geboten werden, dient das einfach einer Absicherung der Frauen in diesen Prozess zu gehen, aber nicht, sie werden darüber auf gar keinen Fall in irgendeiner Form verleitet. Und können Sie sich denn erklären, warum manche Politiker, Politikerinnen und auch Mediziner, Medizinerinnen unbedingt an diesem 219a festhalten wollen, also dass Werbung für Schwangerschaftsabbrüche strafbar ist? Naja, also ich kann das wirklich nur mit einer irrationalen Vermischung von bestimmten Tatsachen erklären. Also dieser 219a ist ja mal 1933
sozusagen erschaffen worden oder geschaffen worden, um bestimmte Ärzte zu kriminalisieren. Und was wir gerade vorfinden, ist, dass es Rechtspopulisten gibt, die diesen Paragraphen einfach wieder nutzen. Und er hilft in keiner Weise, in irgendeiner Form das Geschehen rund um Schwangerschaftsabbrüche zu verbessern oder zu verhindern, sondern ich denke, das, was wir brauchen, ist im 218 geregelt. Und dieser 219 ist, wie gesagt, wirklich nur eine Handhabe für die Abtreibungsgegner und nicht mehr. Also dass auch in den Medien, dass jetzt einfach immer Werbeverbot gehandelt wird, das macht es schon so absurd, weil in diesem Paragraph steht da in grob anstößiger Weise. Und dieses Werbung ist so anschlussfähig für alle Leute, dass sie denken, oh ja, Werbung, das geht ja auch gar nicht so. Aber es geht eben wirklich nicht um Werbung, sondern wenn, dann um grob anstößige Weise. Und das Interessante ist ja, dass die Gerichte oder jetzt in dem Fall von Christina Hennel das auch so ausgelegt haben. Aber es geht um Information und dann verboten ist in grob anstößiger Weise. Und das hat mit Werbung eigentlich auch schon mal gar nichts zu tun. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Monika Börding. Sie ist Geschäftsführerin von Pro Familia Bremen. Vielen Dank, Frau Börding, für dieses Gespräch. Kritik kommt übrigens auch aus der Opposition. Wir haben uns da mal zwei Töne eingetreten, hätte ich fast gesagt, aber wir mal um Statements gebeten, wie denn die Linke und die bei uns sehr unterrepräsentierte FDP das sieht. Als erstes hören wir mal die Stellungnahme von Cornelia Möhring. Sie ist Mitglied der Bundestagsfraktion der Linken und hier ihre Bewertung dieses Kompromiss, auf den sich die Koalition geeinigt hat. Wie gesagt, das Kabinett muss noch zustimmen, der Bundestag muss noch zustimmen, aber das scheint doch eine Lösung zu sein, die sehr wahrscheinlich auch gesetzt werden wird. Und Cornelia Möhring kommentiert diesen Kompromiss so. Der Kabinettsbeschluss ist letztlich eine Verschlechterung, weil die Rechtssicherheit schreibt fest, dass Ärztinnen und Ärzte nicht medizinisch fachlich informieren und lediglich auf ihre Tätigkeit hinweisen dürfen. Verbreiten sie darüber hinaus Informationen, stehen sie wieder mit einem Bein im Gefängnis. Wenn den Kollegen in der SPD die Selbstbestimmungsrechte von Frauen und Ärztinnen etwas wert sein sollten, dann erwarte ich jetzt von ihnen einen Aufstand und die Freigabe der Abstimmung im Bundestag. Nur damit kann die SPD ihr Gesicht noch wahren. In ein ähnliches Horn bläst auch Stefan Thome von der oppositionellen FDP-Fraktion. Wenn es die Große Koalition nicht richten kann, dann muss es wohl der Bundestag tun. Und deswegen fordern wir die Bundeskanzlerin auf, die Abstimmung freizugeben, damit wir eine Lösung bekommen, die wirklich trägt. Und das kann nach Lage der Dinge nur die Abschaffung des Paragraphen 219a Strafgesetzbuch sein. Ulf, was heißt denn freigeben? Was meint er damit? Ja, ganz genau. Damit meint Stefan Thome ganz offenbar, dass er möchte, dass über die Abschaffung des Paragraphen 219a ohne den sogenannten Fraktionszwang abgestimmt wird. Fraktionszwang bedeutet, dass normalerweise in einem Koalitionsvertrag festgelegt wird, dass die Parteien, die eben eine Koalition eingehen, im Bundestag immer geschlossen abstimmen. Bei der Abschaffung oder bei dem Verzicht auf diesen Fraktionszwang würde das bedeuten, dass quasi jeder Abgeordnete und jeder Abgeordnete nur nach seinem oder ihrem Gewissen abstimmt, ohne Berücksichtigung der Parteigrenzen. Und das macht man im Bundestag gelegentlich, und zwar insbesondere dann, wenn es um sogenannte Gewissensfragen geht. Das heißt also um Fragen, die man nicht streng genommen nach politischen Mehrheiten entscheiden sollte, sondern wo jeder, oder nach Koalitionsdisziplin eben, sondern wo jeder tatsächlich sein Gewissen befragen sollte. Und ich finde diese Forderung von Stefan Thome, die aber auch bei Frau Möhring anklingt, ehrlich gesagt sehr plausibel. Denn eins ist klar, im Bundestag hätte die völlige Abschaffung von Paragraph 219a StGB eine breite Mehrheit. Auch in der SPD-Fraktion sind, also ich will nicht sagen alle, aber doch so gut wie alle dafür, diese Norm einfach komplett zu streichen. Es gab ja interessanterweise sogar schon einen Gesetzentwurf der SPD zur Streichung des Paragraphen 219a, der eingebracht worden ist in den Bundestag, bevor die Große Koalition geschlossen wurde. Diesen Antrag allerdings hat Andrea Nahles, die Fraktionsvorsitzende der SPD, ohne Gegenleistung der Union einfach so quasi als Brautgeschenk bei den Koalitionsverhandlungen wieder zurückgezogen, was ich persönlich damals schon für einen großen strategischen Fehler gehalten habe, denn die Union hätte sich überhaupt nicht beklagen können, ja, wenn die SPD einfach darauf bestanden hätte, dass man darüber noch abstimmt, bevor die Große Koalition überhaupt quasi wirksam wird, bevor der Koalitionszwang beginnt. Oder man hätte auch damals schon sagen können, na Leute, die Fragen
der Schwangerschaftskonfliktregelung, das sind doch nun eben ganz klassische Gewissensfragen, denen mal ganz ehrlich, also was man zum Beispiel hält vom Lebensrecht eines ungeborenen Kindes oder eines Embryo, das ist eben doch sehr weitgehend bestimmt von persönlichen, religiösen und Moralvorstellungen. Und insofern ist das, finde ich, eine Frage par excellence, über die man eigentlich frei abstimmen können sollte. Was bedeutet das denn, dass du die Abschaffung eine große Mehrheit im Bundestag hätte? Du meinst von Grünen, Linken, SPD und FDP? Und FDP. Also die hätte eine Mehrheit im Bundestag von 60-70% vermutlich. Dann wird es aber nicht freigegeben werden. Also, das ist eben genau die Frage, ne? Das ist eben ganz genau die Frage. Wir erinnern uns an das Ende der vergangenen Legislatur, als Angela Merkel ja mehr oder weniger in einer Fernsehtalkshow bekannt gegeben hat, dass der Bundestag gegen Ende eben der Legislatur über die Freigabe der sogenannten Ehe für alle, also die Öffnung der klassischen Ehe auch für zum Beispiel homosexuelle Paare, eben ohne Fraktionszwang abstimmen können soll. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch hier passiert, einfach weil das der Sache nach eigentlich sinnvoll ist. Auf der anderen Seite hat man sich ja jetzt schon auf einen Kompromiss geeinigt. Ja. Dieser Kompromiss hat zwar die oben von Frau Börding und auch von den beiden Oppositionspolitikern ja sehr plastisch gemachten Nachteile, aber wenn man erstmal so lange verhandelt hat, dann entwickeln sich ja auch so quasi so Pfadabhängigkeiten. Ne? Jetzt hat man so lange verhandelt, jetzt hat man irgendeinen Kompromiss gefunden, so fragwürdig er vielleicht auch sein mag. Jetzt wird man vermutlich die Abstimmung eher nicht mehr freigeben, was ich bedauerlich finde. Also das zeigt eigentlich nur das ganze, aus meiner Sicht jedenfalls, das ganze taktische Versagen von Andrea Nahles. Sie hat nicht nur diesen Gesetzentwurf zurückgezogen, sie hat nicht mal von der Union verlangt, dass darüber ohne Koalitionszwang abgestimmt wird. Aber sag mal nochmal abschließend, also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das doch so, der Paragraph bleibt bestehen. Das heißt, dieses prinzipielle Werbeverbot ist da. Ärzte, Ärztinnen dürfen nur sagen, ich nehme Schwangerschaftsabbrüche vor. Dann können Frauen zu diesen besagten Behörden gehen, die eine Liste führen von Krankenhäusern, Einrichtungen, Ärzten, die straflose Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Also ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, wo da das Problem sein soll. Also warum? Ich denke, das hat ja Frau Börding eben so schön erklärt, dass man geht ja eben normalerweise nicht mehr physisch irgendwo hin. Man informiert sich ja typischerweise im Internet. Aber das kann man doch machen auf den Listen, oder? Ja, aber das hat sie ja eben alles erklärt. Wenn man das aber googelt, dann findet man eben vor allem irgendwelche Horrorseiten. Also sie hat ja eben das schöne Schlagwort Babycast in den Mund genommen. Das ist aus meiner Sicht eine abstoßende Wortschöpfung von sogenannten Lebensschützern, also Abtreibungsgegnern, militanten Abtreibungsgegnern, die allen Ernstes so weit gehen, den Mord an ca. 6 Millionen Jüdinnen und Juden gleichzusetzen mit der Abtreibung von ungeborenen Kindern oder Embryonen. Also das, wie gesagt, das ist die ganze Geschmacklosigkeit. Da werden dann irgendwelche Horrorbilder ins Netz gestellt, wo irgendwie auf der einen Seite Embryonen abgebildet sind und auf der anderen Seite dann irgendwelche KZ-Häftlinge oder so. Also das ist wirklich, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie schauderhaft diese Seiten sind. Und sie sagt, das heißt, also das sind eben Frauen in einer persönlichen Krisensituation. Das macht man sich ja nicht leicht. Ne? Also ich kenne persönlich auch einige Frauen, die in verschiedenen Lebenssituationen Abtreibungen vorgenommen haben. Und also eins ist mal sicher, die haben sich das ganz, ganz, ganz bestimmt nicht leicht gemacht. Das war jetzt nicht irgendwie, ach ja, mache ich doch mal eine Abtreibung. Und weißt du, jetzt stell dir vor, du googelst das Thema und dann kommst du eben nicht auf irgendwelche leidlich neutralen oder wenigstens irgendwie sachlichen Informationsseiten, sondern du bist dann immer mit einmal in so einer Horrorshow. Das heißt also, diese Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind, denke ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Nur muss man die eben erstmal finden. Ne? Und aber sagt einem das nicht die Frauenärztin, wenn man hingeht und sagt, ich überlege? Ja, das ist halt, ja klar, wenn du erstmal hingehst, aber wie gesagt, ich finde eigentlich, ich kann dem eigentlich wirklich wenig hinzufügen, was Frau Börding gesagt hat. Man muss sich in die Situation der Frau versetzen, die jetzt irgendwie diese Diagnose bekommen hat. Und es ist ja häufig eben auch in der Regel keine Diagnose von der Gynäkologin mehr, sondern irgendwie von so einem Schwangerschaftsstick. Ja, und dann setzt man sich halt an den Computer und googelt und dann wird man da so psychisch gegrillt, ne, von diesen sogenannten Lebensschützern. Also das finde ich persönlich furchtbar. Und wie gesagt, diese Infoseiten von staatlichen Behörden sind sicherlich eine ganz gute Idee, aber es ist eben doch nicht dasselbe, als wenn man auf der Seite der Frauenärztin des Vertrauens diese Informationen findet. Und außerdem haben viele Ärztinnen und Ärzte schon angekündigt, dass sie sich auf solchen Listen auch gar nicht nennen lassen wollen, weil natürlich diese militanten Lebensschützer inzwischen auch nicht davor zurückschrecken, Ärztinnen und Ärzte zu terrorisieren. Das ist ja nicht nur mit Anzeigen getan. Da werden dann auch alle möglichen Mahnwachen vor Praxen abgehalten. Und so. Also
Das heißt, diese sogenannten Lebensschützer, die machen da alle möglichen Formen von Psychoterror und da wollen sich einfach viele Medizinerinnen und Mediziner diesem Risiko nicht aussetzen und sagen, deswegen so eine zentrale Liste führt nicht weiter. Ich würde das schon auf meine Homepage stellen, aber mich da so auf so einer bundesweiten Liste nennen zu lassen, das wäre mir dann doch zu gefährlich. Wir haben jetzt ein Thema, was mir auch persönlich ein bisschen am Herzen liegt, und zwar geht es um Afghanistan. Da finde ich, bin ich ein bisschen hellhörig geworden in den letzten Wochen, weil Afghanistan ja ein Land ist, A, war ich da selber schon mal, aber B, weiß ich auch nicht, ist das so ein Land, wo seit 40 Jahren Krieg herrscht, da sind 79 die Sowjets einmarschiert und seitdem ist da mehr oder weniger ununterbrochen Krieg, und nun war so in den letzten ein, zwei Wochen zu hören, dass es A, Friedensverhandlungen zu geben scheint zwischen den Taliban und den USA, vor allen Dingen auch deshalb, weil Donald Trump beschlossen hat, ratzfatz aus Syrien und aus Afghanistan seine Truppen zurückzuziehen. Das hat er groß verkündet. Ob das dann wirklich alles so kommt, ist im Fall von Syrien mindestens unklar. Im Fall von Afghanistan aber scheint das durchaus Fahrt aufzunehmen. Aber aus diesem Grund unter anderem gibt es eben momentan auch Friedensverhandlungen zwischen den USA, den Taliban und demnächst vielleicht hoffentlich auch der Regierung in Kabul. Und um da mal etwas Licht reinzubringen und zu gucken, inwieweit wir denn da jetzt mit Frieden in Afghanistan rechnen können, haben wir uns eingeladen, Thomas Ruttig, der ist Co-Direktor des Afghanistan Analyst Networks, einem unabhängigen Think Tank. Und Herr Ruttig ist wirklich schon seit Jahrzehnten in Afghanistan unterwegs, aber auch mal Berater der deutschen Botschaft in Kabul, hat als Journalist in Afghanistan gearbeitet. Hat auch mal wissenschaftlich dort sich betätigt für die Stiftung Wissenschaft und Politik und arbeitet ja seit 10 Jahren als Berater, Autor und Experte in Sachen Afghanistan. Aktuell ist er in Kabul, da erreichen wir ihn nur per Telefon. Erstmal ganz herzlich willkommen. Herr Ruttig, die erste Frage muss natürlich lauten, wie sieht's denn gerade aus in Afghanistan? Was ist das große Bild? Wer kämpft dagegen wen? Ja, Afghanistan ist nach Angaben verschiedener Thinktanks, die das systematisch untersuchen, der brutalste und opferreichste Konflikt weltweit wieder, nachdem Syrien etwas nachgelassen hat. Der Krieg, oder man muss ja eigentlich im Plural sagen, die Kriege in Afghanistan dauern schon seit Ende der 70er Jahre, das heißt also seit 4 Jahrzehnten. Die letzte Phase hat 2001 begonnen, nach dem Sturz des Taliban-Regimes durch eine US-geführte Intervention nach den Terroranschlägen des 11. September. Also auch schon 17 Jahre mit vielen tausend zivilen Toten und wahrscheinlich noch viel mehr, aber diese Zahlen sind nicht öffentlich zugänglich, Verlusten bei den afghanischen Streitkräften. Das Ganze hat sich dann natürlich auch sehr stark darauf niedergeschlagen, wie die soziale Situation in Afghanistan ist. Über 55% der Bevölkerung sind noch oder wieder oder leben unter der Armutsgrenze. Die Zahl war schon mal niedriger in den letzten 17 Jahren, aber mit dem Disengagement des Westens, mit einem ziemlich starken Rückgang schon von Geldern der Entwicklungszusammenarbeit, hat sich das auch wieder verschlechtert. Also sozialökonomisch ist durch die Intervention zumindest für die Afghaninnen und Afghanen nicht viel rausgekommen. Und die Konstellation, die ist ja eigentlich im Wesentlichen bekannt. Es kämpfen hier die Truppen der afghanischen Regierung, verstärkt durch ausländische Streitkräfte. Früher hieß das ISAF, heute heißt das Resolute Support, und es gibt noch ungefähr 22.000 westliche Soldaten im Land gegen die Aufstandsbewegung der Taliban, die man nicht beziffern kann, obwohl das immer wieder versucht wird, denn das sind ja zum Teil Freizeitkämpfer. Außerdem gibt es noch einen kleinen lokalen Ableger des Islamischen Staates, also bloß ein paar hundert Leute, die fallen strategisch nicht ins Gewicht, obwohl sie immer wieder ziemlich schwere Terroranschläge verüben, vor allem gegen die sehr starke hier schiitische Bevölkerungsminderheit. Ja, Sie haben ja gerade schon eine ganze Reihe von Akteuren angespielt genannt, vielmehr, die jetzt in Afghanistan eine Rolle spielen bei den militärischen Konflikten im Lande. Jetzt haben vor einigen Tagen Verhandlungen begonnen, die das Ziel haben, eine Friedenslösung für Afghanistan herbeizuführen. Wer sitzt denn da eigentlich mit am Tisch und welche relevanten Player fehlen vielleicht auch bei diesen Gesprächen?
Ja, es gibt seit Oktober Direktgespräche, wieder muss man sagen. So was Ähnliches gab es schon mal ab 2011, 12 für eine Weile. Vertreter der amerikanischen Regierung und der Taliban an einem Tisch in Doha, der Hauptstadt des Golfemirats Katar. Dort unterhalten die Taliban ein semi-offizielles politisches Büro, so eine Art Außenministerium im Exil. Und dort haben, wie gesagt, neue Gespräche angefangen, auf der amerikanischen Seite geführt von Jamal Khalilzad. Der war 2001 mal schon Sonderbeauftragter der US-Regierung für Afghanistan und Botschafter hier, ist selber auch in Afghanistan geboren. Dem traut man das nicht zuletzt auch wegen seiner Sprachkenntnisse zu, dort besser zu Rande zu kommen. Und da ist jetzt vor ein paar Wochen oder vor wenigen Wochen ein, was die Amerikaner ein Rahmenabkommen nennen, mit den Taliban vereinbart worden, darüber, dass man weitere Gespräche führen wird über zwei Themen. Das sind die Hauptforderungen beider Seiten, Abzug aller ausländischen Truppen, die Hauptforderung der Taliban, und im Gegenzug Garantien der Taliban, dass wenn sie wieder an die Macht kommen über einen Friedensprozess, dass sie garantieren, dass Afghanistan nicht wie vor 2001 wieder Stützpunkt für terroristische Organisationen vom Schlage Al-Qaida wird. Bei den Islamischen Staaten muss man sich da weniger Sorgen machen, weil den bekämpfen die Taliban schon ziemlich intensiv. Die Gespräche sollen Ende Februar weitergehen in Doha. Über diese beiden Dinge, der Botschafter Khalilzad hat gesagt, das muss noch fleshed out werden, also sozusagen, da muss noch Fleisch auf das Gerüst dieses Frameworks, und dann gibt es noch eine ganze Menge anderer Themen, die beredet werden müssen. Eins davon ist, dass die Amerikaner darauf drängen, dass die Taliban einen Waffenstillstand eingehen, der dann sozusagen die Gespräche erleichtern soll. Und vor allem drängen die Amerikaner auch darauf, mehr oder weniger stark muss man jetzt etwas einschränkend sagen, dass die Kabuler Regierung von Präsident Ashraf Ghani mit an diesen Verhandlungstisch kommt. Das verweigern die Taliban bisher. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, in Afghanistan herrscht mehr oder weniger ununterbrochen Krieg seit 1979, die Sowjetunion einmarschiert ist. Jetzt gibt es diese Friedensverhandlungen, die Sie beschrieben haben. Wie schätzen Sie das denn ein? Ich meine, Sie sind ja nun schon seit mit Unterbrechung seit vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich da in Afghanistan unterwegs. Wie schätzen Sie das ein, dass es wirklich jetzt eine realistische Chance auf Frieden gibt? Man kann sagen, dass man im Grunde noch nie so weit war in den letzten 17 Jahren mit Friedensgesprächen, aber nie so weit ist ja auch nur relativ. Ich würde sagen, es sind erst die ersten paar Meter auf einem ziemlichen Langstreckenlauf zurückgelegt, der da noch absolviert werden muss. Weil das Rahmenabkommen, das jetzt existiert, und sowas hatte man bisher noch nie, das ist der Fortschritt, sagt nur, es gibt da diese zwei Themen, über die wir noch im Detail sprechen können. Und außerdem ist beiden Seiten klar, dass es noch eine ganze Menge anderer Themen gibt, die besprochen werden müssen. Die Taliban sind ja vor wenigen Tagen auf einer Konferenz verschiedener afghanischer Fraktionen in Moskau aufgetreten und haben dort wieder ihre Position dargelegt. Und da auf ihrer Liste steht sozusagen alles von vertrauensbildenden Maßnahmen, Freilassung von Gefangenen, Streichung oder nicht Streichung nur, sondern Abschaffung der Sanktionslisten gegen sie, bis hin zu dem, was sie nennen, Schaffung eines wahrhaft islamischen Systems in Afghanistan. Afghanistan ist zwar dem Namen nach eine islamische Republik und es gibt auch in der Verfassung eine starke Rolle für die Religion des Islam, aber den Taliban ist das nicht genug. Und das sind alles die Dinge, bei denen dann die Regierung in Afghanistan, die international anerkannt ist, wenn auch ihre Wahl jetzt nicht immer sehr demokratisch verlaufen ist, die müssen mit dazukommen. Denn sie ist ja im Grunde die Verteidigerin auch der Menschen, demokratischen Rechte und so weiter, die in dieser Verfassung enthalten sind und die meisten Menschen hier in Afghanistan nicht verlieren müssen. Das ist ja eine der positiven Seiten der letzten 17 Jahre seit dem Sturz der Taliban, dass diese Rechte zumindest verbrieft sind, auch wenn sie in der Praxis nicht immer umgesetzt werden. Aber das ist sozusagen besser als gar nichts. Also wie gesagt, da gibt es noch sehr, sehr viele Themen mit sehr, sehr vielen Details, die man da noch klären muss. Dann muss die afghanische Regierung möglichst auch mit in Vertretung wirklich breiter gesellschaftlicher Kräfte mit an den Tisch, und dann muss man sich irgendwann einigen. Das kann sich alles noch hinziehen.
Zum Abschluss hätten wir noch eine Frage, die einen gewissen Bezug hat zur deutschen Innenpolitik. Es wird ja auch bei uns immer über Abschiebungen nach Afghanistan diskutiert. Und Grundlage dieser Abschiebungen sind unter anderem Lageberichte des Auswärtigen Amts, wonach die Lage jedenfalls in einigen Regionen hinreichend sicher ist, sodass man überhaupt Menschen guten Gewissens dorthin schicken kann. Treffen diese Lageberichte denn zu und wie stehen Sie dazu? Ist das eine vernünftige Einschätzung der Situation in Afghanistan? Kann man also Menschen dahin abschieben oder bringt man Sie damit in Lebensgefahr? Ja, ich habe diese Berichte relativ regelmäßig gelesen und finde, dass sie halt immer nur einen Teil der Wirklichkeit in Afghanistan widerspiegeln und vor allen Dingen, dass sie halt die Situation nach unten schönreden oder abschwächen. Es ist dort die Rede von vergleichsweise sicheren Gebieten in Afghanistan, was natürlich klar ist, weil es immer irgendwo sicherer ist als woanders, aber wirklich sicher ist es nirgends, und wenn man in ein Land abschieben möchte, in dem der schwerste Konflikt weltweit stattfindet, dann muss man sich schon fragen, ob das überhaupt mit den Werten unserer Gesellschaft vereinbar ist. Also um es ganz kurz zu sagen, ich bin gegen diese Abschiebungen, denn man schiebt Leute in ein akutes Kriegsgebiet ab, und für die besteht dann genauso wie für alle Afghaninnen und Afghanen, die hier leben, eine sehr große Gefahr, in irgendeiner Form Opfer dieses Konflikts zu werden. Auch wenn jetzt im Sinne eines politischen Schutzes, der bei Asylanträgen in unseren Ländern immer Priorität genießt, man hier nicht unbedingt sagen kann, dass die afghanische Regierung die Leute politisch verfolgt. Aber dabei geht's bei den vielen Flüchtlingen aus Afghanistan, die nach Europa, vor allen Dingen aber hier in die Nachbarländer gegangen sind, vor allen Dingen Iran, Pakistan, aber auch Russland, Indien, in den Golfstaaten leben sehr, sehr viele Afghanen. Die laufen zum Teil vor einer sehr schlechten wirtschaftlichen Situation davon. Aber die ist das Resultat in dieser 4 Jahrzehnte Krieg, die das Land ja völlig zerlegt haben. Ich habe, bevor wir Schluss machen, noch eine kurze Nachfrage zu diesen Friedensverhandlungen. Eine Frage, die sich, finde ich, aufdrängt, ist, wenn es denn jetzt tatsächlich zu einer Einigung kommen sollte und mit den Taliban ein irgendwie gearteter Friedensvertrag geschlossen wird, wie will man denn sicherstellen, dass A, dieser Vertrag eingehalten wird und dass das B, speziell für Frauen, nicht ein total trügerischer Frieden ist, weil die dann unter einem, sag mal, islamisch frauenfeindlichen Regime leben müssen? Ja, das ist wirklich eine sehr angebrachte Frage, und eines dieser Details, auf die ich eingehe, die da noch geklärt werden müssen, ist genau das. Wie wird hinterher überwacht? Wer wird überwacht? Die Amerikaner wünschen sich da, dass die UN eine Rolle spielt, aber wir befinden uns in einem Krieg, und Blauhelmtruppen hat man hier schon 2001 nicht zusammenbekommen, um sie nach Afghanistan zu schicken. Und es ist aus anderen Friedensprozessen weltweit bekannt, dass wenn es Waffenstillstände gegeben hat, die nicht oder nicht richtig überwacht worden sind, dann sind sie sehr schnell wieder zusammengebrochen. Also da muss man sich wirklich noch auf was einigen. Und da steht natürlich auch die Meinung der Taliban im Wege, die jetzt nach dem, was sie als Okkupation der letzten 17 Jahre bezeichnen, und natürlich nicht neue ausländische Truppen im Land haben wollen. Also da muss man sicher jetzt auch nochmal an die Vernunft der anderen Seite appellieren, zu sehen, dass man eben eine Überwachung braucht. Dann kommt dazu, dass weder die Amerikaner besonders viel Wert auf Menschenrechte in Afghanistan legen. Das war eine Rhetorik über die letzten Jahre, aber man sieht jetzt im Verlauf der Verhandlungen, dass dieses Thema keine große Rolle spielt. Bei den Gesprächen in Moskau, wo jetzt verschiedene afghanische Fraktionen einschließlich der Taliban zusammengesessen haben, waren irgendwie zwischen 70 oder 100 Leute dort, davon waren 2 Frauen. Das zeigt auch, dass nicht nur die Taliban nicht besonders darauf achten, was die afghanischen Frauen wollen. Und es gibt auch in dem Lager der afghanischen Regierung oder der politischen Kräfte, die dort in Moskau vertreten waren, im afghanischen politischen System eine Schlüsselrolle spielen, viele islamistische Fraktionen oder quasi islamistische Fraktionen, die jetzt auch mit Frauenrechten nicht viel am Hut haben. Was viele Afghaninnen und Afghanen demokratischer Gesinnung hier befürchten, ist, dass das eine große Koalition der Islamisten und der Menschen- und Frauenrechtsfeinde bei diesen Friedensverhandlungen rauskommt, weil auch die Amerikaner es relativ schnell haben wollen, obwohl es so schnell wahrscheinlich nicht gehen wird, um ihre Truppen abzuziehen. Wir wissen ja alle, was Trump darüber denkt. Für ihn war Afghanistan noch nie irgendwas Wichtiges. Er möchte einfach nur die Soldaten rausholen. Aber wie gesagt, dieser Friedensprozess, dieser Verhandlungsprozess erstmal, wird noch sehr, sehr lange dauern. Und es gibt sehr viele Hindernisse. Das darf man nicht übers Knie brechen. Und eine Garantie dafür, dass es zu einem Ergebnis führt, gibt es leider auch nicht.
Ja, vielen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Thomas Ruttig. Er ist Co-Direktor des Afghanistan Analysts Network, eines unabhängigen Thinktanks, und ist seit vielen Jahren vertraut mit der Situation vor Ort. Vielen Dank, Herr Ruttig, für das Gespräch. Ich bedanke mich. Unser nächstes Thema ist wieder ein technisches. Wir haben ja schon oft über 5G berichtet, also diese zukünftige Mobilfunktechnik, die in Deutschland auch eingerichtet werden soll. Da werden jetzt demnächst die Lizenzen versteigert. Und neben den Lizenzen geht es natürlich auch um die Frage, wer baut denn eigentlich dieses Netz auf? Von wem kommen die Masten, die Switche, die Router, die ganze Technik, mit denen dieses Netzwerk realisiert werden wird, was ein sehr, sehr wichtiges Netzwerk werden wird, eine sogenannte kritische Infrastruktur. Und da hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel diese Woche in Japan dazu geäußert, ob denn Huawei in Deutschland sich an diesem Aufbau des 5G-Netzwerks beteiligen darf. Und Huawei ist deshalb interessant, weil es ein chinesischer Hersteller ist. Also ist ein privates Unternehmen, aber in China eben ansässig. Und da haben viele, viele, viele Bedenken, ob denn ein chinesisches Unternehmen in Deutschland eine kritische Infrastruktur aufbauen darf. Und bevor wir darüber reden, ob das jetzt okay ist und wenn ja und wenn nicht, unter welchen Bedingungen, muss man sagen, Huawei ist einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Anbieter für Telekom-Infrastruktur auf der Welt. Es gibt da noch ein paar andere Anbieter, Nokia, Ericsson sind so ein paar, Cisco ist auch noch einer, aber im Kern ist Huawei schon einer der größten, vor allen Dingen mit einer der billigsten, was man so hört. Ja, man muss da, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden. Also, weil du jetzt sagst, Anbieter, also das hängt so ein bisschen davon ab, worauf man jetzt schaut. Ne? Es gibt also ja zum einen die eigentliche Funktechnik, das nennt man so schön Radio Access Network in der Technikersprache. Da gibt es tatsächlich nur noch Nokia, Ericsson und Huawei. Das sind so die drei großen Anbieter. Das heißt, da hat man nicht mehr so wahnsinnig viel Auswahl, wenn man so ein Netzwerk aufbauen will. Bei der quasi Internettechnologie, wo man die Daten dann weiterleitet im sogenannten Core Network, da gibt es schon noch eine ganze Reihe mehr Anbieter. Also Cisco hast du ja schon genannt, ist ein ganz bekannter, aber so, oder Netgear zum Beispiel, Linksys oder so, da gibt es, wobei Linksys, glaube ich, zu Cisco gehört inzwischen. Aber jedenfalls, da gibt es eine ganze Reihe Anbieter, aber es gibt schon bestimmte Netzwerkteile, wo Huawei einer von drei großen Playern ist und du hast es gesagt, der billigste. Wobei, Philipp, ich glaube, es soll auch nicht so sein, dass Huawei da jetzt selber Netzwerk aufbaut, sondern es geht darum, dass man bei Huawei Netzwerkinfrastruktur kauft. Ne? Genau. Das ist, glaube ich, der Punkt. Genau, also das sozusagen soll deutschen Unternehmen, also den Netzwerkbetreibern, Telekom, Telefonica, und Vodafone erlaubt werden, Hardware von Huawei einzukaufen, um dieses 5G-Netzwerk aufzubauen. Da muss man sagen, Huawei ist wirklich, ich habe es schon gesagt, ein größter Telekom-Provider der Welt, sagt die BBC, 87 gegründet, mittlerweile zweitgrößter Phone-Hersteller, also von Smartphones, und macht mittlerweile, sagt die BBC, zweimal so viel Umsatz wie Cisco. Also Cisco ist ein großer amerikanischer Netzwerkausrüster und war lange, lange, lange der Platzhirsch und nun ist auf einmal ein chinesischer Hersteller da und macht doppelt so viel Umsatz wie Cisco und da werden schon viele hellhörig. Und es gibt so ein paar, sagen wir mal, Kernargumente gegen diese Beteiligung eines chinesischen großen Netzwerkausrüsters wie Huawei an kritischen Infrastrukturen hier in Deutschland. Und das eine, Ulf, ist das Sicherheitsargument. Ja, ganz genau. Da wird also darauf verwiesen, dass diese Infrastruktur, 5G-Infrastruktur, extrem anfällig ist, und zwar aus verschiedenen Perspektiven. Also zum einen gegen Spionage. Ja, wenn da also chinesische Hardware in Deutschland Mobilfunknetze betreibt, dann wisse man nicht, so fürchten einige, ob da nicht quasi dieser Funkmast dann mal nach Hause telefoniert und die Daten direkt in Peking abliefert. Eine weitere Sorge betrifft den sogenannten Kill-Switch. Also die Frage, was ist denn eigentlich, wenn es mal zu einem Konflikt kommt zwischen Deutschland und China? Ja, wollen wir alle nicht hoffen, ist ja Gott sei Dank auch weit genug weg, aber in einer globalisierten Welt weiß man ja nie, ob sich nicht zum Beispiel Handelskonflikte mal hochschaukeln können, dann besteht die Sorge, dass dann in Peking einfach jemand auf den Kill-Switch drücken könnte und damit quasi in Deutschland Mobilfunknetze lahmlegen könnte. Das heißt also, Deutschland würde sich möglicherweise in einem Konfliktfall angreifbar machen und da wird dann auch noch darauf verwiesen, dass das 5G-Netz eben nicht vergleichbar ist mit bisherigen Mobilfunknetzen, die sind zwar auch eine kritische Infrastruktur, aber 5G wird vermutlich
natürlich viel tiefer in die Industrie, in der Industrie verankert sein. Also die Industrie wird viel mehr auf 5G-Netze bauen, als das bei den heutigen 3G-Netzen und 4G-Netzen der Fall ist. Und so können dann kleine Störungen große Wirkung auf die deutsche Wirtschaft haben. Ja, und dann ist natürlich noch dieses Autonomie-Wirtschaftsargument da. Wer beherrscht eigentlich den globalen Markt mit diesen zentralen Netzwerkkomponenten? Dieser Punkt spielt auch noch eine Rolle. Wem geben wir eigentlich das Geld? Und als zentrales Problem, ich habe es gesagt, gilt, Huawei ist einfach kein normales Unternehmen, ist riesig, ja, aber kein normales Unternehmen, weil es ein chinesisches Unternehmen ist. Und dann war halt immer hier bei uns auch die Frage, was heißt denn das, ein chinesisches Unternehmen? Und da habe ich mal meinen alten Freund Markus Rimmele zu befragt. Der war lange Jahre ARD-Korrespondent, Hörfunk-Korrespondent in Peking, spricht Chinesisch und hat wirklich jahrelang da gelebt. Und er sagt, in China gibt es eigentlich keine wirklich unabhängigen Unternehmen. Ein Unternehmen wie Huawei ist in der Position, in der es ist, nur weil es das darf. Also ohne Unterstützung und Ängste, aufs engste Beziehungen in die kommunistische Partei hinein, hätte das Unternehmen niemals die Möglichkeit, global so zu expandieren, auch innerhalb Chinas eine so bedeutende Stellung einzunehmen. Das heißt, es gibt keine Unabhängigkeit und die chinesische Regierung könnte auch so ein Unternehmen, wenn es sich nicht konform verhält und wenn es sich nicht so verhält, dass es in Chinas Interesse ist, jederzeit Unterstützung unterziehen und ihm das Leben zur Hölle machen und irgendwelche Gründe finden, warum man den Chef ins Gefängnis stecken muss und das ganze Ding auflösen muss und, und. Also es gibt keine unabhängige Wirtschaft in China. Und das wird auch bestätigt durch Artikel 7 des National Intelligence Law, den Link findet ihr in den Shownotes, das 2007 verabschiedet wurde. Dort steht in der englischen nicht autorisierten Übersetzung: All organizations and citizens shall, in accordance with the law, support, cooperate with and collaborate in national intelligence work and guard the secrecy of national intelligence work they are aware of. Ja, das müssen wir natürlich kurz übersetzen, ne? Genau, also das soll, würde auf Deutsch bedeuten, dass alle Unternehmen und Bürger in Übereinstimmung mit den Gesetzen die Arbeit der nationalen Sicherheit unterstützen sollen und mit der nationalen Sicherheit zusammenarbeiten sollen. Mit anderen Worten, das ist so eine Art Generalklausel, die einfach alle chinesischen Unternehmen verpflichtet, im Zweifel sich auch für Hilfsdienste von chinesischen Geheimdiensten zur Verfügung zu stellen. Genau, und Huawei sagt natürlich, dass sie nicht spionieren und sie haben natürlich, wenn man das auf der so sieht, auch kein Interesse daran, Ruf und Geschäft zu gefährden, indem sie ja fremde Staaten, Kunden ausspionieren oder sogar Netze sabotieren. Aber Markus Rimmele sagt dazu: Selbst wenn es das gar nicht wollte, könnte es sich einer Einflussnahme durch Peking gar nicht entziehen. Es ist eigentlich unmöglich. Und wenn irgendwann mal Konflikte entstehen zwischen China und uns zum Beispiel und dann ein chinesischer Staat sagt, Mensch, Huawei, wir brauchen eure Hilfe, wir brauchen Informationen, dann ist für mich eigentlich klar, dass ein Unternehmen wie Huawei sich dem nicht entziehen kann. Sein Fazit aus dieser ganzen Debatte wäre demnach folgendes: Insofern wäre ich sehr, sehr kritisch und sehr skeptisch bei allen chinesischen Großinvestitionen, vor allem in sensiblen Bereichen bei uns. Also ich halte das für keine gute Idee, weil China ist eben nicht ein normales Land und China muss mit anderem Maß gemessen werden und chinesische Unternehmen sind keine Unternehmen wie irgendwie Siemens oder General Electric oder sowas. Ja, das klingt ja nicht so gut. Nee, das klingt natürlich nicht so gut, aber ich finde, zur Fairness gehört in diesem Bereich auch, dass natürlich auch amerikanische Unternehmen zum Beispiel mitunter sehr eng verflochten sind mit zum Beispiel der NSA, der nationalen IT-Geheimdienstbehörde in den Vereinigten Staaten und auch die Five Eyes, also der Verbund aus Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland, so ein Geheimdienstnetzwerk, die tauschen also relativ viel Daten aus. Auch die verlangen immer wieder Zugriff auf Daten, die bei Unternehmen gespeichert sind, und die NSA ist sogar dafür bekannt, dass sie gelegentlich schon in bestimmten Routern Hintertüren eingebaut hat. Das heißt, sie haben versucht, Backdoors einzupflanzen, das wissen wir aus den Leaks von Edward Snowden, und man muss davon ausgehen, dass alle Anbieter in diesem Bereich ihre Produkte möglicherweise so konfigurieren, dass da eine Fernwartung oder jedenfalls ein Fernzugriff möglich ist, und ich diskutierte das vor ein paar Tagen mal mit einer Freundin, ob man das nicht einfach verhindern könne, ob man sich zum Beispiel, das ist ja einer der Vorschläge, mal den Quelltext
einfach angucken sollte, was denn da so quasi der Quelltext ist, der Software, die auf zum Beispiel einem Mobilfunksendemasten in der Kontrollelektronik so läuft. Und das Problem ist halt einfach, dass man ja dann nie so richtig weiß, ob dieser Quelltext auch tatsächlich original übersetzt wurde in die Binärdatei, die auf diesem System läuft. Und dann weiß man ja auch nicht, ob dieses System nicht über diese Firmware hinaus auch noch andere Software eingebaut hat, die quasi in Chips eingebrannt ist, sodass man sie gar nicht ändern kann. Also es ist, glaube ich, extrem schwierig, technisch wirklich sicherzustellen, dass in einer solchen Mobilfunkanlage zum Beispiel oder in einem Router nicht irgendwelche Software läuft, die versucht, nach Hause zu telefonieren. Und das gilt eben auch für amerikanische Produkte. Insofern muss man sagen, ja, es gibt da in China natürlich eine besonders enge Verknüpfung zwischen Unternehmen und Staat. Das hat Markus ja eben dargelegt. Aber auch amerikanische Hersteller, also kann man da jetzt nicht von vornherein irgendwie von ausnehmen, von jedem Verdacht. Genau, deswegen sind die Bedingungen, die Merkel so vage formuliert hat da in Japan, auch wirklich nicht so griffig, dass sie meint, das könne ja nicht sein, dass fremde Firmen da Daten ausleiten. Da müsste man auf Augenhöhe sicherstellen, dass das nicht passiert. Also das ist noch sehr, sehr weich. Und so stellt sich natürlich jetzt die Frage, was sind denn die politischen Optionen für die deutsche Regierung? Und da trifft es sich ganz gut, dass Daniel Vösen ein Papier dazu geschrieben hat. Er ist Wissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, zu einer Forschungseinrichtung zur Politikberatung. Die kriegen so knapp 14 Millionen pro Jahr aus dem Bundeskanzleramt, also Steuermittel, und dazu nochmal so 2 Millionen Pi mal Daumen an Drittmitteln jedes Jahr. Und Daniel Vösen sagt zunächst, was der Staat machen kann, völlig unabhängig davon, wer seine Netze baut und aus welcher Technik diese Netze hergestellt werden. Wenn das Ziel ist, sich gegen Spionage zu wehren, würde ich sagen, ist der wichtigste Ansatz, dass man Verschlüsselung auf Ebene der Applikation stärkt oder zumindest weiter zulässt. Das heißt quasi Verschlüsselung auf der Ebene oberhalb der Netzwerkinfrastruktur. Wenn es darum geht, dass man sich vor gezielten Störungen des Netzes schützen möchte, führt nichts daran vorbei, redundante, parallele Strukturen aufzubauen, also sich nicht von einem Mobilfunkanbieter und einer Technologie abhängig zu machen, sondern im besten Fall mehrere Optionen zu haben. Das wird teurer, schützt aber davor, dass wenn zum Beispiel ein Netzwerk betroffen ist, ein Produkt betroffen ist, das ganze Netz ausfällt. In diesem Sinne gibt es Möglichkeiten, die Sicherheit der Netze zu verbessern, auch noch unabhängig davon, welche Anbieter man für die Netzwerkprodukte wählt. Ja, wir besorgen unserer Praktikantin mal ein neues Aufnahmegerät. Das ist schon bestellt. Bei der Gelegenheit herzlichen Dank an Sophie Rink, die uns für einige Wochen jetzt bei der Lage der Nation als Praktikantin unterstützt und die dieses Interview mit Daniel Vösen für uns geführt hat. Genau. Also, wenn man Netze verdoppelt und Verschlüsselung fördert, dann sinkt das Risiko also erheblich. Dann wäre sozusagen Option 1 durchaus denkbar, nämlich Huawei hier reinlassen, deutschen Netzbetreibern zugestehen, diese Technik einzukaufen. Man kann sie vielleicht aus, Huawei kann sie vielleicht aus besonders kritischen Bereichen verbannen, aus dem Regierungsnetz zum Beispiel. Da sind auch längst nicht alle Hersteller zugelassen, da ist das schon drin. Das BSI könnte diese Technik überprüfen, aber das ist relativ sinnlos, das hast du schon gesagt und ausgeführt. Das Modell würde Kosten sparen, weil Huawei eben relativ günstig ist, würde aber Umständen die USA verärgern, die ja sich mit China im Clinch befinden und Huawei auf keinen Fall sozusagen in die Netze lassen wollen. Die zweite Option wäre dann, Huawei auszuschließen, zu sagen, nein, ihr dürft die Technik nicht verbauen. Das würde uns sicherlich, sagen wir mal, in den USA ein paar Freunde machen. China wäre sicherlich eine Spionagemöglichkeit genommen, das ist richtig, aber die chinesische Reaktion wäre eben auch unklar und es bestünde weiter Spionagegefahr durch Cisco und Co., durch die amerikanischen Unternehmen. Beide dieser Optionen 1 und 2, also komplett machen lassen oder ausschließen, die haben eben große Nachteile. So kann man Daniel Vösen verstehen, der sich so dazu äußert. Eine Verschärfung des Konflikts zwischen USA und China ist nicht in deutschem Interesse. Und darum sollten wir auch vermeiden, uns in dieser Debatte, in dieser Konfrontation zwischen den USA und China von einer der beiden Seiten vereinnahmen zu lassen. Stattdessen sollte deutsche Politik sich darauf fokussieren, was unsere eigenen Interessen eigentlich hier sind. Also vor allem, wie wir es schaffen können, ein angemessenes Maß an Sicherheit in unseren Kommunikationsnetzen zu gewährleisten. Wenn wir uns in Deutschland darüber verständigt haben, was unsere Interessen sind, wird es dann darauf ankommen, diese Politik zu erklären, sowohl gegenüber China als auch gegenüber den USA.
Ja, und das wird vor allen Dingen nötig, wenn man sich für Option 3 entscheiden würde, nämlich reine EU-Technik einzusetzen. Wir haben es gesagt, das ginge, ja, weil man könnte auf Cisco verzichten aus den USA, man könnte auf Huawei verzichten vielleicht und vor allen Dingen zumindest in diesen wichtigen Kernnetzen auf Ericsson und Nokia setzen, also europäische Unternehmen. Der Nachteil wäre halt, es wäre deutlich teurer wahrscheinlich. Der Ausbau würde vielleicht möglich, sagt die Stiftung Wissenschaft und Politik, auch ein bisschen länger dauern. Es würde aber die europäische IT-Wirtschaft und Unabhängigkeit stärken. China und USA wären verschnupft, das müsste man ihnen dann schon deutlich erklären. Auch gäbe es wohl womöglich kein einheitliches europäisches Handeln, weil diese Diskussion natürlich in ganz Europa gerade stattfindet, lässt man Huawei rein oder nicht. Und die europäischen Staaten kommen dazu sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Aber Herr Fülsen sagt, wenn Europa digitale Gestaltungsmacht sein will, gerade auch bei Zukunftsthemen wie 5G, bietet sich hier die Möglichkeit, die eigene Unabhängigkeit in technologischen Fragen zu stärken. So, ist jetzt die Frage, was denkst du, Ulf? Sollen wir Huawei verbannen? Also ich würde Huawei ganz sicher kein Netz selber ausbauen lassen, im Sinne von, sie betreiben ein Netz und vermieten es zum Beispiel an die Telekom oder an O2, denn dann hat man gleich beide Nachteile eingekauft, die Infrastrukturunsicherheit und die wirtschaftliche Abhängigkeit. Was den Einkauf von Netzkomponenten angeht, muss ich ehrlich sagen, haben die Amerikaner, finde ich, einen ganz interessanten Ansatz gefunden. Sie haben nämlich gesagt, das kleinste Netz in den USA und so ein bisschen, sage ich jetzt mal, also das Spar-Handynetz, nämlich T-Mobile USA, das ist also da in den USA das, ganz anders als bei uns, nicht der Marktführer. Das kann verbauen, was es will, aber die beiden Marktführer, AT&T und Verizon, müssen auf Huawei-Komponenten verzichten. Das fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Dann hat man nämlich quasi mit der Wahl des Mobilfunknetzes zugleich eine Wahl getroffen dafür, ob da eben Huawei-Technologie quasi die eigenen Daten verarbeitet oder nicht. Das heißt, dann können auch die Kundinnen und Kunden gleichsam bei der Wahl ihres Providers abstimmen, ob sie dieser Infrastruktur vertrauen wollen oder nicht. Und darüber könnte man ja auch in Deutschland nachdenken. Ich frage mich nur, wäre dann als Netzbetreiber, wie soll ich sagen, so sportlich zu sagen, ist uns egal, wir kaufen in China ein und hoffen, dass es gut geht. Und wer würde dann sagen, nein, wir kaufen nur die teureren, aber dafür auch sichereren Komponenten von Ericsson und Nokia ein? Na, ich vermute ja eher, dass die Tendenz eh dahin geht, bei Huawei einzukaufen, weil es einfach günstiger ist. Und wenn bestimmte Mindestanforderungen erfüllt sind, die ja in der Regel wohl erfüllt sind, dann werden, glaube ich, die Netzanbieter eher da hingehen und da sagen, da kaufen wir mal da ein. Also es wird eher schwierig, sie zu den teureren Komponenten zu bewegen. Genau. Also würde mich auch mal interessieren, was ihr dazu denkt. Ich finde ja dieses Argument, dass Europa da, sag mal, eine eigene Kompetenz aufbauen könnte und sich unabhängiger machen könnte, durchaus hat irgendwie was. Findest du nicht? Ja, das finde ich sehr sexy, dieses Argument, finde ich sehr attraktiv. Es wird ja ganz häufig gesprochen davon, dass Europa hier einfach mehr Kompetenzen aufbauen muss und das wäre, also ein Verzicht auf chinesische oder auch auf amerikanische Netzwerktechnologie wäre sicherlich eine gute Möglichkeit, auch den europäischen Binnenmarkt und die europäischen Kompetenzen auf diesem Gebiet zu stärken, wobei man natürlich ganz ehrlich sagen muss, auch darüber habe ich gerade vor kurzem mit einer Freundin von mir länger diskutiert, die sich sehr gut auskennt im Bereich Import-Export, weil sie das nämlich als Anwältin betreut. Es ist gar nicht mehr so einfach zu sagen, dass ein zum Beispiel schwedisches Gerät tatsächlich nur aus schwedischen Komponenten besteht. Denn selbstverständlich baut auch ein schwedischer Hersteller amerikanische Chips und chinesische Chips ein. Das heißt also, es ist wirklich letztlich gar nicht mehr so einfach zu sagen, ob jetzt eine Ericsson-Anlage tatsächlich nur noch aus dem Heimatland von Ericsson stammt. Aber wenn man das mal ausblendet, halte ich von diesem Ansatz der europäischen Wirtschaftsförderung auf diesem Gebiet eine ganze Menge. Ja, also wahrscheinlich kommen wir wieder zum Anfang zurück, wo man sagt, wir müssen einfach Verschlüsselung ausbauen und womöglich redundante Netze machen und dann, das müssen wir auf jeden Fall machen, weil das Risiko dann zwar nicht weg ist, aber deutlich minimiert ist und dann kann man sich vielleicht ein bisschen entspannter darüber unterhalten, von wem die Technik kommt. Okay, wir kommen zu unserem nächsten Thema. Am 2. Februar gingen Schockwellen durch die diplomatische Welt, denn die Vereinigten Staaten haben den sogenannten INF-Vertrag aufgekündigt, eines der zentralen Abrüstungsabkommen der 80er Jahre und dies 60 Tage, nachdem die NATO Russland ein Ultimatum gestellt hatte. Der Grund offiziell soll dafür sein, dass Russland aus Sicht der USA und NATO gegen diesen INF-Vertrag verstoßen haben. Moskau allerdings bestreitet das, soll aber auf der anderen Seite auch nicht die nötigen Schritte
Schritte für eine Wiederherstellung seiner Vertragstreue eingeleitet haben. Am Wochenende nun hat Russland ebenfalls seine Bindung an diesen INF-Vertrag aufgekündigt. Und wir wollen jetzt mal der Frage nachgehen, welche Bedeutung dieser Vertrag eigentlich hat und was diese beidseitigen Kündigungen jetzt eigentlich bedeuten. Und dazu haben wir uns wieder verabredet mit unserer Auslandskorrespondentin Lea Börgerding. Herzlich willkommen, Lea. Hallo. Was sind denn jetzt eigentlich diese INF-Verträge genau? Kannst du uns das zunächst mal noch erklären? Die INF-Verträge sind bilaterale Verträge zwischen den USA und der Sowjetunion aus dem Jahr 1987. INF steht für Intermediate Range Nuclear Forces, also auf Deutsch nukleare Mittelstreckensysteme. Und die INF-Verträge oder INF-Vertrag regelt den Verzicht und Abbau von landgestützten, atomar bestückbaren Kurz- und Mittelstreckenraketen. Landgestützt heißt dabei, dass die Raketen von Abschussrampen, also Abschussrampen auf dem Festland installiert sind, also nicht von Booten oder U-Booten abgefeuert werden. Und die Raketen, die unter diesen INF-Vertrag fallen, der damals ausgehandelt wurde, haben eine Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern. Außerdem verbietet der INF-Vertrag Tests und Produktionen von Waffensystemen und im Originaldokument sind auch gegenseitige Kontrollen von Produktionsstätten mit reingeschrieben worden, wobei man dazu sagen muss, dass diese seit 2001 es diese gegenseitigen Kontrollen nicht mehr gibt, weil damals der Bestand des INF-Vertrags als erfüllt gegeben worden war. Also das sind ja 500 bis 5500 Kilometer, das ist ja, sagen wir mal, eine recht große Breite, also das betrifft vor allen Dingen natürlich dann auch Europa, also wenn Russland solche Raketen baut und installiert, dann sind natürlich nicht nur die USA betroffen, sondern vor allen Dingen eben Europa. Deswegen war für uns dieser, oder ist für uns dieser Vertrag so wichtig. Warum haben die USA denn ihn jetzt und die Russen auch aufgekündigt? Ulf hat das ja gerade schon erwähnt. Letztendlich jetzt der konkrete Anlass für die Aufkündigung war, dass die USA bzw. auch im Zusammenhang mit der NATO dem Russland vorgeworfen hatte, dass sie gegen den INF-Vertrag verstoßen. Laut der NATO forscht Russland bereits seit über 10 Jahren an neuen Technologien zu Mittelstreckenraketen und Sicherheitsdienste sind sich relativ sicher, also Sicherheitsdienste im Westen, dass seit 2014 Russland diese auch aktiv baut und stationiert haben soll. Ganz spezifisch geht es dabei um die neuen M725 Mittelstreckenraketen. 729, ne? Ja, 729, genau. Und von der NATO auch SSC-8-Rakete genannt. Und die soll eben eine Reichweite von 2000 Kilometern haben, was dann in diesen INF-Vertrag reinfallen würde. Das wurde schon unter Obama thematisiert, also geht jetzt nicht nur auf die Trump-Administration zurück. Der hat aber zu dem Zeitpunkt eben nicht diesen Schritt begangen und aus dem INF-Vertrag auszuscheiden. Und Trump hat jetzt im Dezember diese 60 Tage Frist gesetzt und gesagt, Russland muss in diesen 60 Tagen beweisen, dass sie die Regeln nicht missachten. Das hat Russland nicht gemacht und daraufhin hat Trump jetzt letztes Wochenende, wie gesagt, entschieden, aus dem Vertrag auszuscheiden. Letztendlich muss man dazu aber auch nochmal sagen, dass Russland auch den USA Verstöße des INF-Vertrags vorwirft. Sie sehen sich zum Beispiel durch das US-Raketenabwehrsystem in Osteuropa von der USA bedroht und sagen, dass es sich dabei um einen Verstoß handelt, weil diese Systeme eben sehr leicht umrüstbar sind und dadurch in diese Reichweite des INF-Vertrags reinfallen. Da gibt es ja auch viele, die auch im Westen, die den Russen da durchaus das nachvollziehen können, dass man die leicht umbauen kann. Ne? Gut, ich meine, Lea, du hast ja gerade schon angedeutet, dass diese wechselseitigen Vorwürfe des Vertragsbruchs letztlich vielleicht auch nur die vordergründigen Motive sind für diese Kündigungen. Wie gesagt, zunächst von Seiten der USA, dann aber auch aus Moskau. Gibt es im Hintergrund noch weitere Gründe dafür, warum letztlich offenbar beide Seiten nicht so wahnsinnig heiß darauf sind, an diesem Vertrag festzuhalten? Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Also der Grund, der jetzt zu diesem aktuellen Anlass geführt hat, sind schon der Vorwurf der Verstöße des INF-Vertrags. Aber generell kann man wohl festhalten, dass die USA und Russland beide nicht sonderlich zufrieden mit dem Vertrag sind, wie er aktuell besteht. Der Vertrag war zwar damals historisch ein Durchbruch, weil er die Beziehung zwischen den USA und der Sowjetunion geregelt hat, aber letztendlich wird am Vertrag unter anderem kritisiert, dass aufgrund der geopolitischen Veränderungen der Vertrag nicht mehr der jetzigen Weltordnung angemessen ist. Und ganz konkret geht es da zum Beispiel auch um die Aufrüstung von China, die mittlerweile schon
um rund 2000 Waffen der Reichweite, die in den INF-Vertrag fällt, besitzen soll. Davon sind auch einige im südchinesischen Meer stationiert und das ist besonders für die USA ein Dorn im Auge. Und dann dazu kommt, dass es auch noch Waffenkategorien gibt, die eben nicht von dem INF-Vertrag belangt werden. Dazu gehören der INF-Vertrag, wie gesagt, bezieht sich nur auf landgestützte Waffen. Es gibt aber auch viele wassergestützte Waffen, die davon nicht reguliert werden. Also zum einen ist der Vertrag vielleicht nicht breit genug, aber was jetzt von den USA vor allem auch in den Vordergrund gerückt wird, ist, dass es eben eine bipolare Lösung ist, also auf eine bipolare Weltordnung ausgerichtet und nicht auf eine multipolare. So, jetzt haben die beiden also gesagt, wir kündigen diesen Vertrag auf. Was ist jetzt die Folge davon? Zunächst einmal ist wichtig zu sagen, dass sie den Vertrag aufgekündigt haben, dass diese Kündigung aber nicht sofort wirksam ist, sondern dass jetzt eine 6 Monate Frist eingeleitet wurde, während derer sich die USA bzw. auch mit den NATO-Partnern hoffentlich zusammen und Russland sich darüber einigen können, wie man diesen Vertrag retten kann. Von Seiten der USA wird da gefordert, was eigentlich schon davor die Forderung war, dass man eben, dass Russland beweisen muss, dass es sich an den Vertrag hält. Aber letztendlich werden jetzt neue diplomatische Schritte eingeleitet. Besonders aus Europa und aus dem Westen gibt es da Druck, um diesen Vertrag noch zu retten. Und ich meine, die akute Gefahr, die damit ja so zumindest verbunden zu sein scheint, ist dieses atomare Wettrüsten. Das ist zumindest das Drohbild, was ich da immer so hintersehe, dass wenn es jetzt halt keinen Deckel mehr gibt für diese Raketen und keinen Vertrag mehr, der den Entwicklung und Stationierung solcher Raketen, die man atomar bestücken kann, deckelt, dass dann jeder quasi Raketen baut und die potenziell auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden können. Was ist damit? Ja, genau. Also das ist die ganz akute Gefahr, also dass die Gefahr eines atomaren Wettrüstens wie im Kalten Krieg ist wieder ganz aktuell geworden und die Sorge natürlich in Europa, wir hatten das ja schon erwähnt, als geopolitischer Schauplatz zwischen Russland und den USA ist natürlich in besonderer Gefahr und das auch aufgrund der Natur dieser Mittelstreckenraketen. Also die sollen besonders schnell sein, unter den Radaren durchfliegen und deshalb auch besonders schwierig, sie abzuwehren. Und da ist die Angst natürlich besonders groß, ganz sicher vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, dass man diese Erfahrung auch schon mal gemacht hat. Aber wie sieht das denn jetzt innenpolitisch aus? Was kann Deutschland tun, um möglicherweise ein solches neues Wettrüsten zu verhindern? Und insbesondere, wie hat sich denn da eigentlich die Koalition bisher dazu positioniert? Also der Handlungsspielraum von Deutschland ist natürlich erstmal prinzipiell eingeschränkt, weil sie kein Vertragspartner im INF sind. Sie können natürlich trotzdem politisch Druck ausüben. Und das soll jetzt auch, wird auch geschehen. Die Koalition ist allerdings aktuell noch gespalten darüber, wie man jetzt am besten vorgeht. Viele Stimmen der SPD sprechen sich ganz klar gegen eine Militarisierung und Stationierung von Mittelstreckenraketen durch die USA in Westeuropa aus. Sie sagen, es darf nicht wieder zu dieser Aufrüstungsspirale wie im Kalten Krieg kommen, während wiederum die CDU zwar nicht militarisieren will, aber letztendlich eine gemeinsame Position mit der NATO sucht. Die wollen zwar auch den INF-Vertrag retten, aber denke ich, vertreten nicht eine ganz so klar antimilitaristische Position vielleicht wie die SPD oder gewisse Oppositionsgruppen wie die Linke. Und was jetzt in den letzten Tagen als Vorschlag kursierte, ist der Vorschlag von Mützenich, dem stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden, und Kiesewetter, CDU-Obmann für den Auswärtigen Ausschuss gewesen. Die haben eben vorgeschlagen, dass man vielleicht so eine Art Kompromisslösung finden kann, um den INF-Vertrag zu retten. Sie sagen, dass Russland diese neuen Marschflugkörper, über die wir gerade schon gesprochen hatten, so weit nach Osten verlegen soll, dass sie Europa gar nicht mehr erreichen können. Das ist ja aufgrund der geografischen Disposition von Russland möglich. Und die USA soll im Gegenzug die Abschussanlagen in Europa für russische Kontrollen öffnen. Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ist, dass dieser Vorschlag eben darauf abzielt, dass man auch Transparenz von diesem INF-Regime, dass man die wieder erhöhen muss, weil es ja nach 2001 eigentlich keine gegenseitigen Kontrollen mehr gab. Außenminister Maas, der hat ja so eine internationale Rüstungskontrollkonferenz. Hat er die angeregt oder findet die statt? Wie ist es?
Die hat er angeregt, die soll Mitte März in Berlin stattfinden. Und was dabei auch nochmal wichtig ist, ist, dass diese Rüstungskontrollkonferenz eben nicht nur auf die USA und Russland sich beschränkt, sondern dass da auch europäische Staaten wie Großbritannien und Frankreich mit reinkommen sollen, aber auch China. Und die Hoffnung ist, glaube ich, dass man langfristig versucht, China mit in die internationale Rüstungskontrolle besser mit zu integrieren. Allerdings steht bei dieser internationalen Rüstungskonferenz, soweit ich das weiß, nicht nur der INF-Vertrag im Vordergrund, sondern eben auch neue Waffensysteme sollen da im Mittelpunkt stehen. Ja, und wie schätzt du denn diese verschiedenen Optionen eigentlich ein? Sind diese Lösungen tatsächlich wahrscheinlich und werden wir eine Neuauflage des INF sehen? Also man sieht zumindest, dass sich Stimmen jetzt in den westlichen Medien in Deutschland, dass sich da sehr viel regt, dass die Gefahr als real angenommen wird. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die USA und Trump vor allem eigentlich keinen neuen Vertrag möchte, sondern eben darauf setzt, mit China einen neuen Vertrag auszuhandeln. Also die Idee, dass man einen nicht besonders funktionellen Vertrag einfach durch einen neuen ersetzt, scheint ihm eben eher zu liegen. Die Frage ist einfach, ob das realistisch ist. Und generell muss man auch sagen, dass die USA unter Trump jetzt eher dazu neigt, wieder aufzurüsten. Also auch unabhängig vom INF-Vertrag sehen wir, dass die USA in den nächsten 30 Jahren 1,2 Billionen für Atomwaffen ausgeben will. Und da spielt halt auch dieser Vorsprung vor China militaristisch eine große Rolle. Also man kann nur hoffen, dass dieser INF-Vertrag gerettet wird, weil es ein wichtiger Vertrag ist, auch wenn er nicht perfekt ist, wie wir diskutiert haben. Aber ob das nun wirklich passieren wird, vor dem Hintergrund, wie jetzt auch die letzten 6 Wochen verlaufen sind, ist auf jeden Fall noch offen. INF ist ja sozusagen ein Vertrag von ganz vielen, der sagen wir mal, die globale Rüstung beschränkt. Da geht es dann um verschiedene Raketensysteme und verschiedene Reichweiten und verschiedene Kategorien. Aber einer ist eben dieser INF, über den haben wir jetzt geredet. Aber es gibt ja noch andere Verträge, die eben Waffen und atomare Waffen, sagen wir mal, deckeln. Jetzt will Russland Gespräche über diesen New START-Vertrag einleiten. Was ist das? Es gibt zwar viele Verträge, erstmal nochmal vorneweg, aber der INF ist schon einer der wichtigsten Verträge, das muss man auch nochmal sagen. Und einer der anderen wichtigsten Verträge, Philipp, den du jetzt genannt hast, ist eben dieser New START-Vertrag. Der wurde 2001, also unter der Obama-Administration mit Russland ausgehandelt und es ist der Strategic Arms Reduction Treaty. Also der verpflichtet die USA und Russland dazu, die strategischen Trägersysteme für Nuklearwaffen abzubauen langfristig. Also man muss sagen, taktische Atomwaffen sind eher so die kleinen, sagen wir mal, die sozusagen punktuell eingesetzt werden sollen und strategisch sind Waffen, die ja, sagen wir mal, einmal gezündet mehr oder weniger die komplette Vernichtung von allem einläuten können. Genau, das sind auch die größte Abschreckungsfunktion haben. Also taktische Waffen sollen eigentlich dann auch für Kriegsführung eingesetzt werden und strategische Waffen sind eben die auch die Machtposition weiter ausbauen. Und diese Waffen sollen eben durch diesen Strategic Arms Reduction Treaty abgebaut werden. Und dieser Vertrag läuft 2021 aus. Und Russland bislang gibt es dort keine Gespräche, um diesen Vertrag zu verlängern. Und das ist theoretisch auch ein Problem, weil damit kann natürlich, wir wissen ja auch, wie lange eine Neuaushandlung von Verträgen dauern kann. Und wenn das nicht bald eingesetzt wird, dann kann es natürlich dazu führen, dass eben auch das zweite wichtige Abrüstungsabkommen scheitert oder verschwindet. Also wir bleiben da am Ball, Lea. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die Einordnung. Ciao. So, wir kommen jetzt eigentlich, biegen auf die Zielgerade ein, noch ganz vor Schluss eine kurze Korrektur, so viel Zeit, denke ich, muss sein. Ich hatte bei der Lage Live in Bamberg, glaube ich, etwas zu NetID und Verimi gesagt und also diesen beiden, sagen wir mal, wie sagt man, Single-Sign-On-Lösungen, die in Deutschland gerade rumgehen und hatte dabei die Frage, kam irgendwie die Frage aus dem Publikum oder so, was passiert denn eigentlich damit, wenn ich meinen NetID-Account kündige, also dieses dezentrale Single-Sign-On-Netzwerk, wo ich bei einem Anbieter einen Account habe und mich mit dem dann auch beim Anbieter B anmelden kann. Was passiert denn eigentlich, wenn ich beim Anbieter A meinen Account lösche? Und da hatte ich gesagt, naja, nach meinen Informationen, die ich da eingeholt hatte von einem Sprecher des Konsortiums, könnte das dazu führen, dass eben beide Accounts gelöscht werden. Das ist nicht so. Da hat sich jetzt Kai Städtel, der Unternehmenssprecher von United Internet, gemeldet, die halt federführend bei NetID dabei sind
und der hat gesagt, mir geschrieben, NetID hat, das war im Podcast richtig dargestellt, eine dezentrale Infrastruktur. Löscht ein Nutzer seinen NetID-Account, werden zwar die übrigen NetID-angelegten Single-Sign-On-Verknüpfungen zu den Partnern gelöscht, die angelegten Accounts bei den Partnern werden aber nicht automatisch gelöscht. Möchte ein Nutzer seinen Account oder sein Profil bei einem NetID-Partner komplett löschen, kann er dies nur selbst beim jeweiligen Partner tun, denn dort geht der Nutzer jeweils bei der Anmeldung ein separates Nutzungs- und oder Kundenverhältnis mit dem Dienst ein. Also man kann seinen einen NetID-Account löschen, ohne dass die anderen komplett gelöscht werden. Das vielleicht noch so als Richtigstellung. In diesem dazu muss man natürlich eins sagen, Philipp, das klingt jetzt erstmal gut. Das Problem ist bloß, Single Sign-On ist doch quasi der Schlüssel zu diesen ganzen Diensten. Das ist ja die Idee von Single Sign-On. Man hat also einen Dienst, mit dem man sich dann bei den anderen Diensten anmeldet. Das bekannteste ist vermutlich Facebook auf diesem Bereich. Man kann sich bei vielen Diensten ja mit Facebook anmelden. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du dein Single Sign-On-Anbieter löscht, dann kann es ja sein, dass die Accounts bei den anderen noch bestehen bleiben, aber du hast ja möglicherweise keinen Zugriff mehr drauf. Ne? Das heißt also, wenn du dann nicht bei dem anderen Anbieter noch eine E-Mail-Adresse sicherheitshalber hinterlegt hast oder irgendeine andere Möglichkeit, dass die mit dir überhaupt in Kontakt treten können, dass du doch da irgendwie dich wieder anmelden kannst, dann mag es diesen Account ja noch geben, du kommst bloß nicht mehr ran. Also das ist schon nicht ganz so unproblematisch. Es ist sicher nicht richtig, dass wir, wie wir das dargestellt haben, dass die Accounts dann gleich gelöscht werden. Aber es kann schon durchaus dazu kommen, dass diese Accounts quasi verwaist sind. Und ich finde, das muss man sich immer überlegen. Also grundsätzlich ist ja Single Sign-On eine gute Idee, wenn es denn tatsächlich sicherer ist als 1000 Passwörter bei 1000 Diensten. Aber auf der anderen Seite muss man dann schon darauf achten, dass man bei allen Diensten, die man über Single Sign-On nutzt, auf jeden Fall irgendeine Möglichkeit hinterlegt, damit man da sich auch ohne den Single Sign-On-Anbieter noch mal anmelden kann im Zweifelsfall. Ich bin sicher, Kai Städtele von United Internet wird sich noch melden auf diesen Podcast, den er hat versprochen, den zu hören. Jetzt würde ich sagen, machen wir Schluss. Wir danken euch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Vielen Dank dir, Ulf. Wir beide sind so ein bisschen angeschlagen, deswegen schnupfen wir auch vor uns hin die ganze Zeit. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Das war die Lage der Nation von dieser Woche. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, nächste Woche. Klickt euch ein Ticket für den 9. März im HKW unter lage.live. Ich würde sagen, das war's, oder? Wir machen Winke, Winke. Schönes Wochenende, guten Start in die Woche. Bis bald. Tschüss.